Mitbürgerinnen und Mitbürger. Deutschland ist und bleibt ein weltoffenes Land. Wir reichen unsere Hände auch denjenigen, die sich in unseren Augen fremdartig kleiden, die fremde Riten und Gebräuche praktizieren und deren Sprache wir nicht verstehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei der Stunksitzung 2017 Kölle Alaaf. Kölle Alaaf? Sag mal, wer hat mir jetzt diesen Text untergejubelt? War das der Seehofer oder stecken die Russen dahinter? Guten Abend zusammen. Guten Abend. Herzlich willkommen zur Stunksitzung der Session 2017 hier im Saal und zu Hause an den Rundfunk- und Fernsehgeräten. Und wir machen uns jetzt alle zusammen einen schönen Abend. Und ich möchte auch direkt meinen heutigen Ilverat vorstellen. Das sind ja jedes Mal andere Menschen. Hochgehoffen sind das alles Jecken aus Kölschen Fädels, die Fädelsjecken. Herzlich willkommen. Und wie jede Dusch? Ja, sind ihr gut drauf? Ja, wunderbar. Warum denn eigentlich? Ja, also, ne, ist klar. Ne, weil ich muss das, weil es ist nämlich so, ich bin total scheiße drauf, ne? Ja, doch. Ja, nicht wegen Trump und wegen Nullzinspolitik oder Erdogan, AfD oder weil sich Pedro und Sarah Lombardi getrennt haben. Das geht mir am Arsch vorbei. Nein, ich bin total fertig. Ich bin total fertig, weil mein Hamster ist gestorben. Ja, ne, ich war 8 Tage nicht zu Hause. Ja. Ja, ich wollte euch nur mal ganz kurz über meinen Gemütszustand informieren, wie ich mich gerade so fühle, weil Gefühle haben im Moment ja Hochkonjunktur, sind ja viel wichtiger als Fakten. Will sagen, wir leben in einer postfaktischen Gesellschaft, quasi in einer gefühlten Wirklichkeit. Donald Trump, Frauke Petri, Björn Höcke, wir sind umgeben von diesen Billigbäckern, von diesen geistigen Billigbäckern, die sich ihre Wirklichkeit so zurechtbiegen, wie sie es gerne hätten. Ich meine, natürlich hat jeder ein Recht auf seine eigene Meinung, aber doch nicht auf seine eigenen Fakten. Wo kommen wir denn da hin? Da blickt doch kein Mensch mehr durch. Was stimmt nicht. Und wenn ihr glaubt, ihr werdet auf der Stunksitzung. Nein, ihr seid auf einer Sitzung im Gürzenich. Ja. Und ich bin Markus Ritterbach. Ja. Und wenn irgendwann die Menschen glauben, was so behauptet wird, was so, vor allem wenn es im Netz steht, ja, dann ist das irgendwann Wahrheit, so eine gefühlte Wahrheit. Und damit wird dann Politik gemacht, wie bei dem Brexit der Briten. Denn ohne die Lügen der EU-Gegner, da wäre es ja wahrscheinlich gar nicht zum Austritt gekommen. Und jetzt geht natürlich die Angst um in Europa. Wer kommt als nächstes dran? Wer tritt aus? Sind es die Griechen mit dem Grexit oder vielleicht doch die Finnen mit ihrem Finnisch? Ne? Vielleicht gibt es aber noch ganz andere Überraschungen. Ich gebe ab an unsere Reporterin Uschi. Bitteschön. Ja, Frau Wallinger, hier, wo ich mich gerade befinde, wird sich in wenigen Minuten entscheiden, ob Europa weiter zerfällt. Denn nach dem Brexit droht hier nun auch der Köxit. Köln will die EU verlassen. Oh, und da höre ich gerade, Köln hat die EU verlassen und nennt sich ab sofort Bundesrepublik Colonia Agrippinensis Lukas Podolski. Ja! Sind wir nimmer dabei, das ist prima, nur noch Colonia. Wir schalten rüber ins Rathaus zur neuen Bundeskanzlerin Henriette Reker. Wegen ihrer flammenden Reden nennt man sie auch den Boris Johnson aus Bickendorf.
Ich als ehemaliges Mitglied der Berufsgenossenschaft Holz und Metall in Bielefeld. Ja, danke, Frau Reker. Neben mir stehen nun die Kölner Wirtschaftsexperten Backes Franz und Stenz Rehmagen von der KG Klüngelköpp. Was war denn Ihre Kritik an der EU? Das ist doch ganz klar. Wir zahlen doch jedes Jahr über 300 Millionen Pfund an die EU und kriegen nichts, aber auch ja nichts dafür zurück. Moment mal, Köln hat doch gar keinen Pfund. Na und? Das sind doch die Zahlen aus Großbritannien und die waren da schon gelogen. Das ist doch egal. Jedenfalls lassen wir uns in Finanzfragen von der EU nie mehr länger drangsalieren. Wir haben den Euro abgeschafft. So. Genau, unsere Währung, das ist jetzt der Flönz. Der DAX heißt jetzt DÜX. Ja. Und im DÜX, da werden die bedeutendsten Unternehmen der Bundesrepublik Colonia notiert. Merkst du nicht? Deiters, Jummi Grün. Wusst Willi auch? Ja, sicher. Hallo. Ich habe jetzt so extra bei mir in der Wirtschaft eine eigene Finanzmat opiumat. Und ob dem Parkett da... Ja, Franz, sagen wir mal ehrlich, es ist mehr Laminat als Parkett hier. Ja, das ist doch ja. Jedenfalls haben wir jetzt auch der Enteuropäisierung der kölschen Sprache eingeführt. Ja, Selfie-Stick heißt jetzt Bilderstöckchen. So mir, sieht, ne? Lass strecken, komm. Jo. Ja, komm. Genau. Und Alzheimer heißt jetzt merke dich. Ja, vielen Dank, die Herren, für dieses informative Gespräch. Und ich höre gerade, es gibt wieder Neuigkeiten aus dem Rathaus. Ich als ehemalige Justiziarin im Landesverband der Innungskrankenkassen der Stadt Münster. Ja, danke, Frau Reker. Wir haben jetzt eine Schalte ins Rheinenergiestadion zu unserem Sportreporter Thomas Ballhaus. Wahnsinn, Wahnsinn! Der erste FC Köln ist überlegen Meister der Bundesrepublik Colonia geworden! Ja. Und hat sich damit direkt für die Champions League qualifiziert, genau wie eine zweite Kölner Mannschaft auch. Und deshalb freuen wir uns demnächst auf die Begegnung Real Madrid gegen Grün-Weiß Nippes. Die Kölner Nationalmannschaft dagegen freut sich auf die Einbürgerung von Zlatan Ibrahimovic, der ja um drei Ecken verwandt sein soll mit Willi Milovic. Und ich muss leider unterbrechen, denn die Abspaltung Kölns geht immer noch weiter. Gerade in diesem Moment hat sich Mauenheim in einem Referendum von Köln gelöst und zur unabhängigen Republik erklärt. Und die Gründung der alternativen Volksrepublik Südstadt steht kurz bevor. Regierungssitz wird das Philos in der Merowinger Straße sein. Oh, ich höre gerade, es gibt Neuigkeiten aus dem Rathaus. Ich als ehemalige Beigeordnete für Soziales, ja, Familie, danke, Frau Reker. Und die Abspaltung Kölns geht immer noch weiter. Ossendorf ist auch raus und hat am Butzweiler Hof einen internationalen Flughafen eröffnet. Genau wie die alternative Volksrepublik Südstadt, und zwar im Rheiner Hafen, The International Öko Airport Klaus der Geiger. Und jetzt lösen sich sogar einzelne Straßenzüge von Köln. Im Rechtsrheinischen wird gerade das Kalifat Kolbstraße ausgerufen. Ich als ehemaliges Mitglied der Berufsgenossenschaft Döner und Ayran, jetzt Bundeskanzler der Kolbstraße. Ja, danke. Und jetzt befinde ich mich hier an der Haltestelle Kalkkapelle und frage mal einige Bewohner, was all diese Veränderungen im Alltag für Konsequenzen haben. Ja, wir sind ja unwahrscheinlich froh, dass wir hier auf der Kalker Hauptstraße endlich unabhängig sind, ne? Nur mit der Straßenbahn, da ist es jetzt schwieriger geworden. Da heißt es jetzt immer, you are entering the international KVB train. From Kalkkapelle to Pfingst, ja. Aber mit der Verspätung und ist alles so geblieben wie immer. Da hat sich nichts geändert, ne? Man muss jetzt nur 2 Stunden vor Abfahrt an der Haltestelle sein, wegen der Gepäckkontrolle. Also blöd ist auch, wenn ich als Kalker Staatsangehöriger beim IKEA in Jodorf ein Billigregal kaufen will, dann muss ich da 12 Mal verzollen, bis ich wieder zu Hause bin. Ja. Aber dafür,
Aber dafür haben wir jetzt in jedem U-Bahnhof eine eigene Duty-Free-Shop. Ja. Und wenn ich zum Rosenmontagszug will, ne, dann muss ich durch 5 Nacktscanner. Und wegen der Sicherheitskontrollen darf ich nur Bittermenschen bis 100 Milliliter im Glasischbeutel mitnehmen. Ja? Aber der Rosenmontagszug, der beginnt ja nach wie vor am Klotigplatz. Ja, das ist richtig, ne? Aber weil die Freie Volksrepublik Südstadt beschlossen hat, dass der Zug direkt nach dem Aufstand der Einwohner losjon soll, das sind ja alles Künstler und Studenten, beginnt der jetzt um 18 Uhr. Ja, das war's von meiner Seite. Oh, ich höre gerade, dass mein Mann die Unabhängigkeit von mir ausgerufen und die Besucherritze in unserem Ehebett zum Todesstreifen erklärt hat. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Arschloch. Als Kind übte ich Flöte, Geige, Schlagzeug und Klavier. Bis nachmittags um 4 brauchte Jahre, bis ich Lieder spielen konnte. Doch für super Stimmung braucht man gar nicht viel Talent, nur ein cooles Instrument. Und dann kocht der Saal, weil jeder das Geschengel kennt. Hey, Mr. Schellenkranzmann, spiel so laut du kannst. Wir gehen steil, spielst du auf deinem Hammerteil. Hey, Mr. Schellenkranzmann, jetzt wird abgetanzt, denn das Schingeln, Schengeln rockt und jeder findet das geil. Der Sound ist einfach super. Ja, wir haben den Groove im Blut, in uns lodert heiße Glut. Und die Stimmung, die ist besser als am Zuckerhut. Wir lassen's richtig krachen, das kann man von Weitem hören. Und wen sollte das schon stören? Denn die Leute hören, was wir schengeln wirklich gern. Mr. Schellenkranzmann, spiel so laut du kannst. Wir gehen steil, spielst du auf deinem Hammerteil. Hey, Mr. Schellenkranzmann, jetzt wird abgetanzt, denn das Schingeln, Schengeln rockt und jeder findet das geil.
ein Song von Bob Dylan, Hey Mr. Tambourine Man. Bob Dylan hat ja im letzten Jahr den Nobelpreis bekommen für Literatur und hat sich erstmal 14 Tage überhaupt ja nicht gemeldet. Ich habe schon gedacht, der will den gar nicht. So wie damals Reich Ranitzky den Fernsehpreis nicht angenommen hat mit den Worten, ich nehme diesen Preis nicht an. Ich glaube, der dreht sich sowieso wegen Bob Dylan im Grabe rum. Ne? Dieser Liedermacher, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Dieser Liedermacher mit Nasenpolypen so groß wie eine Krake bekommt diesen Preis. Wofür? Für dieses unsägliche Lied Blowing in the Wind. Das Lied beginnt mit einer Fragestellung. How many roads must a man walk down before you can call him a man? Was für eine blödsinnige Frage. Wie viele Straßen muss ein Mann gehen, bevor du ihn einen Mann nennen kannst? Da frage ich mich doch, warum geht dieser Mann auf der Straße? Warum fährt er nicht? Hat er keinen Führerschein? Oder ist er in eine Polizeikontrolle geraten und musste blasen? Blowing in the Wind. Soweit Reich Ranitzky. Und ob allerdings die nächsten Texte von Bob Dylan im Unterricht durchgenommen werden in der Schule, das darf bezweifelt werden. Denn Lehrer haben ganz andere Probleme, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Wir gucken mal rein ins Lehrerzimmer der René Descartes Gesamtschule in Köln-Nippes. Viel Spaß. Guten Morgen, liebe Kollegen, und herzlich willkommen zum neuen Schuljahr in unserer René Descartes Gesamtschule. Also, ich hätte gerne wieder den Lehrerparkplatz direkt neben Ihrem, Frau Dr. Schweinfurt-Schickedanz. Moment, wir sind noch nicht ganz vollzählig. Dann könnten wir es vielleicht mit dem Lehrerparkplatz vorziehen. Herr Müller, wozu brauchen Sie denn einen Lehrerparkplatz? Sie kommen doch schon seit Jahren mit dem Fahrrad. Ist aber ein Liegerad. Ja, im Sitzen würde Kollege Müller die 3 Kilometer bis zur Schule ja auch nicht schaffen. Also das... Kollegen, bitte. Guten Morgen. Frau Hinz? Ja? Wie sehen Sie denn aus? Haben wir schon Karneval? Nein. Apropos Karneval, da esse ich ja traditionell immer einen Berliner mit Eierlikörfüllung. Da würde ich natürlich zu Fuß kommen und bräuchte den Lehrerparkplatz nicht. Frau Hinz, ja? Dass Sie zum Islam konvertiert sind, ist ja Ihre Privatangelegenheit. Aber bitte, ziehen Sie sofort das Kopftuch aus. Hier gilt immer noch das Neutralitätsgesetz. Aber dadurch fühle ich mich in meinen religiösen Gefühlen zutiefst beleidigt. Hier ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ich darf das tragen. Sie fühlen sich also in Ihren religiösen Gefühlen beleidigt, weil Sie den Satz des Pythagoras nicht im Kopftuch erklären dürfen. Ja. Toll. Wenn das so weitergeht, dass sich hier jeder, der sich irgendwie religiös beleidigt fühlt, einklagen darf, dann gute Nacht. Guten Morgen. Frau Memedi, Sie auch? Ich bin nicht Frau Memedi, ich bin Frau Amira. Ich bin Frau Memedi. Ziehen Sie sofort den Duschvorhang aus. Nein, dadurch fühlen wir uns in unseren religiösen Gefühlen zutiefst beleidigt. Ja. Ja, hier ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Also ich finde das mit dem Gitter vor dem Gesicht total praktisch. Ja, da hat die Kollegin Mimedin im Mathematikunterricht das Millimeterpapier doch direkt vor den Augen. Guten Morgen. Herr Weber, Sie jetzt auch? Ich werd wahnsinnig. Wie? Ich wollte nur den Sonnenschirm fürs Sommerfest vorbeibringen, ne? Also, wo die beiden Kollegen jetzt so rumlaufen wie in Saudi-Arabien, wo die Frauen ja auch nicht Auto fahren dürfen, könnte ich vielleicht deren Lehrerparkplatz... Herr Müller! Tag, die Kollegen! Ach, Dr. Krüger, unser Biologielehrer. Schick, waren Sie beim Manufaktum-Einkauf? Nein, ich bin zu den Amish-People konvertiert und mit der Pferdekutsche gekommen.
Also, das ist ja unerhört. Damit blockiert er mit Sicherheit meinen Lehrerparkplatz. Egal. Sie übernehmen in diesem Jahr die Klasse 9b und führen dort das Charles-Darwin-Projekt durch. Nein, ich werde ab sofort nur noch die Bibel lehren, in der steht, dass Gott die Welt in 7 Tagen erschaffen hat. Ja. Einschließlich des Thermomix und des wiederverschließbaren Frischhaltebeutels. Ist doch völliger Humbug. Hier ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ich fühle mich sonst in meinen religiösen Gefühlen zutiefst beleidigt. Wieso glauben ausgerechnet die religiös Durchgeknallten genau zu wissen, was Gott eigentlich so will? Hallihallo, guten Morgen. Frau Fischer. Was ist das denn für eine Religion? Ja, wieso denn Religion? Draußen pisst wie Sau. Sie haben also keine religiösen Gefühle, die man bei Ihnen irgendwie beleidigen könnte? Nö. Nee. Ich bin Atheist. Ja, Atheist, schön und gut, aber ist es der katholische oder der muslimische Gott, an dem Sie nicht glauben? Frau Amira. Ich bin Frau Mimedi, das ist Frau Amira. Nein, das ist der Sonnenschirm. Nein, das ist der Sonnenschirm. Schauen Sie mal. Oh, jetzt habe ich aus Versehen Frau Amira aufgeklappt. Hallo. Kollege Schulz, sagen Sie es schon. Ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster. Wir tragen ein Nudelsieb auf dem Kopf und wir nennen uns Pastafaris. Oh. Hallo! Ja. Dr. Rose? Ja, ich bin sick und glaube an das Kastensystem. Denn Jeva Jek ist anders. Wollen Rose kaufen? Wollen Rose kaufen? Wollen Rose kaufen? Alaf! Ich bin ein radikaler Fastelovenzjek, eine sogenannte Alafist. Guten Morgen! Ich bin Animist und glaube an Tieropfer. Und für den guten Ausgang unserer diesjährigen ersten Sitzung werde ich jetzt dieses Meerschweinchen opfern. Kollege Schumacher, das tun Sie nicht. Oh doch, ich habe hier das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Hey, bleibst du? Bleibst du? Gut, dann sind wir ja jetzt fast vollzählig. Fehlt eigentlich nur noch Dr. Schneider. Zela Matziang Lupa Ankat, Zela Matziang Ba Ankat, Zela Matziang Lupa Ankat, Zela Matziang Lupa Ankat, Zela Matziang Lupa. Gut, gut. Und das heißt? Hier ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ab in den Unterricht. Viele Menschen hetzen täglich ohne Ruhe. Ja, unmöglich ist es ihnen anzuhalten und einen Gang runterzuschalten, weil wir an dem Stress krepieren, werde ich mich darauf konzentrieren, dass ich wirklich jede Sache absolut in Ruhe mache. Statt am Morgen Kilometer joggen, mache ich 5 Tibeter Haare, 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 Rama und schon bin ich im Nirvana. Autogenes Training machen und so andere Körpersachen, auf die innere Stimme hören und die tiefe Stille spüren, sich mal an den Händen fassen und den Atem fließen lassen, sich mal recken, strecken, dehnen und dabei ein bisschen gähnen, zwischendurch mal meditieren. Kann die Achtsamkeit trainieren, das kann wahre Wunder wirken und auch die Balance stärken. Langsam, langsam, keine Eile und schon kommt die nächste Zeile. Achte mal auf deine Chakren, wichtig ist, dass die intakt sind. Lass dich sanft durch Sphären schweben, das verlängert auch dein Leben. Geh mal mit Delfinen schwimmen und schon wird dein Karma stimmen. Wichtig ist vor allen Dingen, lass das Lächeln locker schwingen. Atme aus und atme ein, Entspannung kann ganz einfach sein. Ich mach manchmal einfach Pause und dann bleibe ich zu Hause. Ganz entspannt die Ruhe nutzen und dabei die Wohnung putzen. Chillen und die Steuer machen und dann wieder Körpersachen. Dabei kann man herrlich bügeln, hilft die Aura zu beflügeln. Meditiere mal fernöstlich, steh im Lotus, sitz ist köstlich. Sag am Tage dreimal om, mach dazwischen viel Qigong. Ich lebe jetzt in dem Bewusstsein, Hektiker müssen Bestuss sein. Bei geringem Muskelton gib die AOK einen Bonus. Mach dir einfach mal einen Lenz und senke deine Herzfrequenz. Mach nicht alles auf die Schnelle, weil sonst steigt der arterielle Blutdruck sinnlos in die Höhe.
Hirn, da hilft auch ne Knoblauchzehe. Oder macht doch selbst Hypnose, das ist gut bei Gürtelrose. Gegen Stress und Depressionen kann Shihatsu sich schon lohnen. Um die Hektik zu entschärfen, schon ich die zentrale Nerv. Tantra tanzen unter Sternen kann ich bei den Sufis lernen. Für das innere Erwachen kann man Kamasutra machen. Yogakurse in Holzminden lassen mich Entspannung finden. Denn wie sagte Buddha schon, Lampe an, das kann sich lohnen. Statt sich täglich aufzureiben, werd ich jetzt gelassen bleiben. Mach Pilates und Tai Chi, nicht Kung Fu wie der Bruce Lee. Nee, das wär mir viel zu hektisch, außerdem bin ich da skeptisch. Drücke lieber auf Organe, stimuliere die Meridiane. So kann Energie jetzt fließen und ich lerne zu genießen. Atme weg, was mich blockiert, hab mich sogar schon selbst passiert. Bin hier und jetzt total entspannt, weil ich habe ja erkannt. Einfach mal in Ruhe schweigen und dabei Gefühle zeigen. Das kann jeden Stress genießen, ich werd niemals Burnout kriegen. Ich werd niemals Burnout kriegen. Super. Ich glaube, der Ecki hat nicht ein einziges Mal geatmet. Ne? Das nennt man Apnoe-Singen. Ne? In diesem Jahr sind ja Bundestagswahlen und da frage ich mich natürlich, was machen eigentlich die ganzen Abgeordneten, wenn die nicht mehr wiedergewählt werden, also nicht mehr im Bundestag sitzen? Ne? Das ist ja nicht einfach für die, nach so einer langen Karriere, ne, wenn sie da raus müssen aus dem Bundestag, die müssen ja zurück ins wahre Leben, die müssen ja richtig resozialisiert werden. Ne, und von der Pension kann man auch nicht wirklich leben. Das sind ja Peanuts, die die kriegen. Das ist ja... Pah, ne. Und deswegen nehmen ja viele einen Nebenjob an, wie dieser Gasverkäufer. Dieser, ach, wie hieß der nochmal? Dieser Minijobber bei Putin. Der, ach, dieser Heiratsschwindler, Kinders. Dieser, ach, Schröder, genau, Schröder. Ein lupenreiner Lobbyist, ne? Apropos Lobbyisten, 5000 gibt es ja davon alleine in Berlin. Da gehen die tagtäglich ein und aus im Bundestag und hängen sich an die Rockzipfel unserer Abgeordneten, verfolgen die bis aufs Klo, um da ihre Interessen durchzusetzen. Und da wird dann nämlich Politik gemacht. Trotzdem geht unseren Politikern der Arsch auf Grundeis wegen der ganzen Rechtspopulisten. Sie wollen natürlich an der Macht bleiben, dafür braucht man die Wähler. Und deswegen sind die immer auf Stimmenfang, wie das aussieht. Wir gucken es uns an. Bitteschön. Mann, 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 Seehofer Horst, heute beißen sie aber auch wieder schlecht. Das bist du schuld, Angela, weil du den saubläden Flüchtlingsstrahl in unseren Teich eingelassen hast. Und jetzt beißen unsere deutschen Fische ja nimmer. Ja, was sollte ich denn machen? Also irgendwo musste der Flüchtlingsschwarm hin. Ja, im Mittelmeer, da war noch genug Platz gewesen. Also, Horst, ich hab mal nachgezählt. Ich glaube, du hasse nicht mehr alle. Der einzige Unterschied zwischen einem Barsch und dir, das ist das B. Kruzifix, mir steht's jetzt Obergrenze, Unterkante in einem deutschen Tümpel, ein deutscher Fisch und deutscher Angler. Ja, das sagt ausgerechnet der Vertreter eines Volkes, das sich mit Grunzlauten verständigt. Beim Tanzen auf die Schuhe haut und die Barthaare toter Bergziegen an den Hut steckt, hm? Heidi, nein! Was ist denn mit dir, Özdemir? Ich hab was, ich hab was! Ach, bloß ein gelber Gummistiefel. Da steht 18 drauf. Ja, ja, der ist von der FDP. Was war noch mal FDP? Die fischenden Demokratieparasiten. Die sind beim letzten Wettangeln vom Wahlwahl unter Wasser gezogen worden und seither nicht mehr aufgetaucht. Özdemir, den Stiefel kannst du direkt dem Gabriel geben. Die Sozialdoraden sind doch froh, wenn sie beim nächsten Wahlangeln überhaupt noch 18% bekommen. Dafür wird mein Frank-Walter Steinbutt im Februar zum Bundesstäbchen paniert. Und deine Marx-Krele nicht, Sarah. Ja, 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 ja. Und euer Menschenfischer Martin Schulz, der soll jetzt die ganzen kleinen Fische zurück in den Sozialtümpel holen. Ganz im Gegensatz zu dir, Gabriel. Dein Rücktritt hat doch gezeigt, dass du noch nie das Format für Kanzler hattest. Das Einzige, was du mit der Merkel gemeinsam hast, ist die BH-Größe. So. Ich kann euer Linksflossenangler-Latein nicht mehr hören. Das. Meine liebe Sarah, ich glaube, dir haben sie die Augenbrauen zu stark gezupft. Hanoi, lasse einfach zusammenwachsen und sag, es wäre Kotelette. Das hätte bei mir auch funktioniert. Na, ihr Lügenangler!
Wieder nichts gefangen? Das ist doch diese Frauke Petri von der AfD. Den Anglern für Deutschland. Petri Heil! Also die fischt doch am extrem rechten Rand. Ist das überhaupt vereinbar mit unseren Vereinsstatuten? Ja, ich stehe fest mit beiden Beinen neben dem Grundgesetz. Petri Heil! Ja, Heiligsblechle, die holt ja eu Fischle nach dem anderen aus dem Wasser. Ja, ich gehe da jetzt mal rüber und frag die, wie die das macht. Guten Tag. Mein Name ist Merkel und ich bin Angela. Ja. Ich heiße Angela und ich bin Angela und ich bin hier die Vereinsmutti. Heil Petri. Oh. Petri Heil. Angenehm. Also was ich mal fragen wollte, wieso fangen wir eigentlich keine Fische mehr? Hm? Es kommt auf die richtigen Köder drauf an. Petri Heil! Oh. Mein bester Köder, das ist der Söder. Also, ich angel ja ausschließlich mit politisch korrekten Rägebogenwürmer. Die sind nämlich von Natur aus zweigeschlechtlich. Den Tipp habe mir neulich zwei transsexuelle Vereinsmitglieder gäbe. Beim Genderangeln. Da hat schon wieder einer angebissen. Wieso immer bei ihr und nicht bei uns? Ich benutze ausschließlich völkische Köder. Petri Heil. Oh. An der Nordseeküste, am arischen Strand, sind die Syrer im Wasser und selten an Land. Oh. Petri, du braune Kackbratze. Verarscht die kleinen Fische dann nach Strich und Faden. Natürlich, aber bis die dummen Bratzen das gemerkt haben, hab ich euch schon längst vom Anglersteg verjagt und dann bin ich die neue Vereinsmutti. Also, jetzt kann uns nur noch ein Wunder helfen. Lieber Gott der Angler, wenn es dich gibt, bitte, hilf uns. Oh. Was ist das denn? Da legst du nieder. Das ist das Wunder. Ich glaube zwar nicht an Gott, aber er hat uns einen Erlöser geschickt. Hallöle, ich bin's, der Christian Lindner. Ja, was guckt ihr denn so blöd? Hm? Ja, wir hatten auf ein Wunder gehofft. Und dann bist du erschienen. Na und? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Nö, alles richtig. Petri Heil. Wir Sachsen haben's schwer. Wenn du sagst, du kommst daher, da hält man dich für einen kompletten Vollidioten. Naja, das ist ja auch kein Wunder, einige sind doof wie Belunder. Wenn ich die Typen seh, seh ich als Sachse rot. Da gibt's Pegidisten, bestusste Rassisten, die brüllen so'n Stuss wie das Volk sind nur mir. Und glatzen aus Bautzen mit vollfetten Plauzen, so werd ich zum Dir. Ja, da müsste Gehirn sein, doch da ist leider nix. Geht nicht um Populisten, für mich da sind das Faschisten. Ja, da müsste Gehirn sein, wie das geht, ich brauch Tipps. Man muss ja nicht direkt operieren, vielleicht geht oben drauf tätowieren. Die Faschos, die da wohnen, brauchen fürs Wachstum der Neuronen vielleicht ne Pille, was gegen AfD dann los. Und weil da die Synapsen im Kopf ein bisschen knapp sind, da glauben die auch an den ganzen Stuss. Ich sprech mit den Müttern, die sollen denen was füttern. Oh,
oder die mischen was Grips ins Getränk. Die ganz inhalieren, öffnen Fettwärme schmieren oder auch als Geschenk. Ja, da müsste Gehirn sein, wenn nicht nur so ein Vakuum. Als der liebe Gott Hirn vergab, da sind Bader zu kurz gekommen. Ja, da müsste Gehirn sein, das muss doch irgendwie gehen. Vielleicht kann man sie impfen, anstatt sie nur zu beschimpfen. Haben erst alle Gehirne und echt was in der Birne. So Grips hinter der Stirne, dann kann von mir aus Musik sein. Ja, da müsste Gehirn sein, das muss doch irgendwie gehen. Es geht nicht um Populismus, für mich da ist das Faschismus. Ja, da müsste Gehirn sein, einige reden zwar schlau, doch wenn du guckst, was sie sagen wollen, ist es am Ende nur eine dumme Sau. Ja, da müsste Gehirn sein. Dankeschön. Döbis an mein Ein, Silber Kapelle. Wir schaffen das. Was sagt er? Wer soll es schaffen? Wir? Wir! Und was ist mit mir? Du auch. Aber kann ich es denn schaffen? Ich würde es lieber nicht schaffen. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht? Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es einfach nicht. Aber ich schaffe es regelmäßig, meine Steuern zu hinterziehen. Ja, das schaffen wir. Wir schaffen es nicht, die Reichensteuer einzuführen. Wir schaffen es einfach nicht. Ich schaffe es nicht abzunehmen. Ich schaffe es nicht, meinen Magerjoghurtbäcker zu öffnen, ohne mich zu bekleckern. Oh, das ist aber zu schaffen. Sie schafft es nicht, pünktlich zu sein. Bin ich zu spät? Es war einfach nicht zu schaffen. Ich war im Bett mit dem neuen Freund meiner Tochter. Ich musste rausfinden, ob er gut genug für sie ist. Das musste ich einfach schaffen. Und? Ist er gut genug für sie? Nein, er geht fremd. Oh. Wir schaffen es nicht, die Altersarmut zu besiegen. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es einfach nicht. Wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir die Alten ab. Was können wir denn sonst machen? Die Alten könnten anschaffen gehen. Das schaffen die nicht. Doch, die schaffen das. Wir könnten Tauschbörsen für Zahnersatz schaffen. Ja, das schaffen wir. Wir schaffen es nicht zu verhindern, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es einfach nicht. Das Klima schafft uns. Wir schaffen das Klima. Der Meeresspiegel steigt. Die Holländer werden es nicht schaffen. Wollen wir denn, dass sie es schaffen? Also wenn die Holländer es nicht schaffen, dann kommen die zu uns. Also dann wären wir lieber, die Holländer würden es schaffen. Toi, toi, toi. Wir schaffen es nicht, die Mietpreise zu bremsen. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es einfach nicht. Wir schaffen es nicht, einen Mindestlohn zu zahlen, von dem man leben kann. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es einfach nicht. Wir schaffen es dann doch nicht. Wie ging nochmal der Spruch mit Schaffe, Schaffe? Schaffe, Schaffe, Schäuble haue. Ja, das schaffen wir. Meine Frau schafft es nicht zum Höhepunkt. Du schaffst es nicht, deine Frau zum Höhepunkt zu bringen. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es. Oh. Was? Deine Frau zum Höhepunkt zu bringen? Nein, deine. Ach so, ja, bei deiner schaff ich es auch. Faserstoff. Das gab's in Beige und auch in Braun. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Und seitdem
Survival Packs sind wir das ganze Leben mehrfach imprägniert. Die Polypropylen-Membran deiner Outdoor-Soft-Shell-Sit-Pads macht mich an. Körperklima Mama. Nein, Mama, ich treffe hier keine heiratswilligen Männer. Ich arbeite hier, ja, als Therapeutin und mein nächster Patient wartet schon. Ja, Mama, ich komme auch nach der Arbeit direkt nach Hause und nenn mich nicht immer Knuffelmops. Entschuldigen Sie, ich hatte noch ein wichtiges Telefonat, aber jetzt bin ich ganz für Sie da, Herr Paslowski. Ja. Machen Sie es sich doch bequem. Was führt Sie denn zu mir? Ja, lassen Sie sich ruhig Zeit. Sie haben Probleme, über Ihre Gefühle zu reden, stimmt's? Ein Emoji, das ist ja eine originelle Idee. Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Wo drückt denn der Schuh? Ihre Frau? Was ist mit Ihrer Frau? Ihre Frau steht im Halteverbot? Ihre Frau kann Karate und Sie haben Angst vor ihr. Ihre Frau kann Karate und steht im Halteverbot. Sie haben gar keine Frau. Puh. Herr Paslowski, vielleicht sollten Sie doch mal ein paar Worte sagen. Oder sind Sie stumm? Ja, dann kann das doch nicht so schwer sein. Ach du liebes bisschen so schlimm. Das konnte ich ja nicht ahnen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Okay, Sie dürfen so weitermachen. Sie sehnen sich also nach einer Beziehung. Hatten Sie denn schon mal eine? Und jetzt mal ehrlich. Ganz ehrlich. Und wie war die Beziehung?
Herr Paslowski. Geht doch. Sie hatten bisher nur eine Beziehung und die war kacke. Woran liegt es denn, dass es mit den Frauen so schwierig ist? Oh, das sieht kompliziert aus. Verstehe. Frauen wollen immer nur über die Beziehung reden. Es geht also um Kommunikationsprobleme. Haben Sie denn schon mal darüber nachgedacht, dass Sie vielleicht auch etwas damit zu tun haben könnten? Ja, mit den Kommunikationsproblemen. Ja, das ist mir klar, dass Sie nur Bahnhof verstehen. So beschränkt wie Sie, so eingeschränkt wie Sie sind. Ja, da müssen Sie nicht gleich eingeschnappt sein, Herr Paslowski. Wenn Sie sich nicht öffnen, dann kann das auch nichts geben. Wie stellen Sie sich denn einen romantischen Abend mit einer Frau vor? Und noch romantischer? Und wie wird sie das finden? Genau. Herr Paslowski, jetzt lassen Sie sich mal was anderes einfallen. Wie wär's denn mit Kino? Was sind denn Ihre Lieblingsfilme? Oh, da muss ich passen. Dann nehme ich mal den Publikumsjoker. Was meinen Sie? Psycho! Psycho! Das ist das Schweigen der Lämmer. Ja. Und das, Ocean 11. Ja, sehr gut. Wunderbar, Herr Paslowski, ganz toll. Ja. Ja, das waren ja jetzt alles typische Männerfilme. In was für einen Film würde denn eine Frau gerne gehen? Zum Beispiel ich. Titanic. Ja, Titanic, sehr schön. Und das ist, zwei Männer. Brokeback Mountain, ja. Kein Ohrhasen, sehr schön kitschig. Sehr schön, Herr Paslowski, wir machen Fortschritte. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich eine Vorstellung, wie Ihre Traumfrau aussehen soll? Wie eine Göttin? Wie ich, Herr Paslowski? Sie haben ein Auge auf mich geworfen. Für mich soll's rote Rosen regnen. Sie finden mich rattenscharf. Sie sind Vegetarier? Wie wär's mit Vögeln? Sie schweigt. Oh, entschuldigen Sie, Herr Paslowski. Da sind die Pferde mit mir durchgegangen. Das darf einer guten Therapeutin niemals passieren. Und das ist mir in 20 Jahren auch noch nie passiert. Ich hab versagt. Nein, nein. Oh, Herr Paslowski, Sie können ja wieder reden. Das ist der Durchbruch. Dann können Sie mir jetzt endlich sagen, was Sie wirklich fühlen. Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger nach rechts, pochendes Herz, Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger nach links, Gesicht mit Herzaugen, Kuss zu werfen, Kuss zu werfen, Kuss zu werfen, Braut mit Schleier, Ring, Haus mit Garten, Familie mit Mutter, Vater, Tochter und Sohn, schwarzes Fragezeichen. Oh, Herr Paslowski. Was heißt das? Nach Paragraph 6 der Berufsordnung der Psychotherapeutenkammer ist es mir strengstens untersagt, mit meinen Patienten intimen Kontakt aufzunehmen.
Und das? Scheiß der Hund drauf! Seit Anfang dieses Jahres sind ja Rauchmelder auch in privaten Wohnungen Pflicht. Und deswegen bin ich bei uns zu Hause ins Badezimmer umgezogen. Ich wohne nur noch im Badezimmer, weil das der einzige Ort ist, wo ich noch rauchen darf, ohne dass direkt die Feuerwehr anrückt. Ne? Rauchmelder in der ganzen Wohnung, auch im Schlafzimmer. Hören Sie, im Schlafzimmer. Was meinen die eigentlich, was wir da veranstalten? Grillpartys oder was? Ne, und ich will mal so sagen, wenn es bei mir im Bett brennt, ich bin die Erste, die das merkt. Ne? Diese ganze Reguliererei, die geht mir dermaßen auf den Senkel. Gurkenkrümmung, Schnullerverordnung und das Neueste an Regulierungswahn ist meiner Nichte widerfahren, muss ich euch flück erzählen. Die hat ein Kind bekommen und war im Krankenhaus, da hat sie das Kind bekommen. Und als sie mit dem Kind auf dem Arm der Station verlassen wollte, da stellt sich ihre Krankenschwester in den Weg und sagt, nee, so geht das nicht. Sie dürfe nur das Kind mit dem Maxi-Cosi von der Station lassen, das sei jetzt Vorschrift. Ne? Ja, sagt meine Nichte, ich meine, wenn das so ist, ja, am Ende haben sie recht, am Ende passiert dem Kind noch was. Ne? Wissen Sie was, ich lasse das einfach hier. Jetzt hat meine Nichte kein Kind, ne? Das ist auch blöd. Musste noch mal ran, ne? Das ist ja, geht ja, das ist kein Problem. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Ihr kennt ja alle dieses Format Sing My Song. Ich finde, das ist ein super Format. Da singt ja der eine Promi ein Lied von dem anderen Promi oder umgekehrt. Und neulich hat Nena einen Song von Wolfgang Niedenge gesungen auf Hochdeutsch und sie hat nicht genuschelt. Ne? Jetzt weiß ich endlich, um was es in dem Lied geht, dieses Lied Du kannst zaubere. Ne? Jetzt weiß ich das endlich. Und ich finde es ganz toll, es ist uns gelungen, dieses Format hier auf unsere Bühne zu bekommen. Und wir hören und sehen jetzt die Creme de la Creme der deutschen Musiker, wie sie in ihren eigenen unverwechselbaren Stilen die Songs einer der bekanntesten Bands der Welt singt, wenn nicht sogar die berühmteste Band von der ganzen Welt. Und zwar interpretieren sie die Songs der Höhner. Jo. Ja, ja, danke, danke, Frau Wanninger. Jo. Als Ärztes könnt jetzt ein eine echte Freund, denn nicht du. Du? Nee, nicht ich, denn nicht du. Der Xavier, nicht du. Ich habe da so eine kleine Schwäche, für die ich voll und ganz ehrlich stehe. Bei mir tanzen die Hormone Mambo, nur wenn ich dicke Mädchen sehe. Dicke Mädchen werden nie leichter sein. Dicke Mädchen sind steinig und schwer. Dicke Mädchen machen mich verrückt. Dicke Mädchen hat der Himmel geschickt, doch sie sehen mich einfach nicht. Jo! Halleluja, die Höhner. Danke! Jo! Danke! Danke, Kaviar, ne du! Ne herrliche Kerl, aber jetzt gibt eine Jode von Top-Musiker. Sein größter Sessionshit war Bocklemünd, ich komm aus dir. Hatte Stuhl im Orbit, hatte Blutwurst in meinem Bauch, hab ihn mit Kölsch geflutet, lecker, lecker, und die Mädchen auch. Blutwurst, Kölsch,
ein leckeres Mädchen. Ich war heute Kölner, um glücklich zu sein. Blut ist Kölsch und ein leckeres Mädchen. Braucht der Kölner für sein Glück. Glück auf, Hühner, Glück auf. Danke! Ho, ho, ho. Yo! Ho, ho. Danke! Yo! Oh. Danke, Hermann! Bert. Danke, Hubert! Eine echt goldsche Jung! Genau wie unser nächster Gast! Und der singt mit Herz und Seele, mit Leidenschaft und viel Gefühl! Jetzt! Jetzt! Bin ich jetzt! Wandern! Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's los, hier spielt die Musik. Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's los, hier spielt die Musik. Ja! Ja! Das haut ja total tief rein. Ja, das war ja mal was für das echt kölsche Wir-Gefühl, für das echt kölsche Herz. Aber jetzt kommen echte Freunde, eine Stimmungskapelle aus Düsseldorf. Ja. Saal tobt, ist ja auch klar, ist ja auch ein Stück von uns. Aber jetzt kommt eine echte Freund aus dem ganz hohen Norden, aus Hamburg. Das liegt ja noch hinter Dünnwald. Ich sing ein Hühnerlied. Und all die Pfeifen wollen die sagen, und all die Schuppen wollen die sagen, da seid ihr richtig hier bei Jan Dill. Ich bring die Sahne zum Kochen, das geht so. Das ist ne Jodeladi. Sing den! Das ist ne Jodeladi. Das ist ne Jodeladi, 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 Jodeladi. Das ist ne Jodeladi. Das ist ne Jodeladi. Das ist ne Jodeladi, 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 Jodeladi. Ich bin ne Jodeladi, Jodeladi, Jan Dill. Chicken! Hina! Krasser Scheiß, du! Oh, danke! Danke, Jan von Wert! Ne echt starze Kerl! Ja, von den Alster-Husaren aus dem Reiterkorps St. Pauli! Yo! Aber jetzt bin ich mal gespannt, wer als nächstes küt. Yo! Köln, super Location hier, dufte. Danke, Baptiste. Udo in Köln, Udo Cologne. Ja. Brat mir einer einen Storch, die Höhner. So. Ich hab mir auch was überlegt, hier, sing mal Song, hab ich auch was gemacht für die Eierlegenden. Für die Eierlegenden. Genden. So.
Keine Panik auf der Hühnerleiter. Ja, pass auf, Henne. Henne. Henne, Krautmacher. Du meine Eierlikör. Und Piccolo, Sänger, komm, wir gehen einen trinken an die Bar. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Brand. Die Karawane zieht weiter, der Sultan, der hat Brand. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Brand. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Brand. Der Schilde, schubbede du, wie kühl bist an der Brand. Ja, die Hühner, ciao. Sing my Hühnersong. Wo ich hier gerade die ganzen alten Männer von den Höhnern gesehen habe auf der Bühne, und auch der Udo ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin neulich an einem Bestattungsinstitut in der Südstadt vorbeigekommen. Ja, das ist euer Kopfkino jetzt aber gerade hier, ne? Nein, bin ich an einem Bestattungsinstitut vorbeigekommen in der Südstadt und die bieten Särge to go an. Ich finde das eine super Idee. Ne, überall in der Stadt stehen dann Särge, und wenn du tot bist, lest nicht rein, ab zur Beerdigung und sag zurück in die Stadt für den Nächsten. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit, eine super billige Variante, vor allen Dingen für alle die, die von Altersarmut betroffen sind. Ne? Denn viele alte Menschen sterben ja nicht, weil sie die Beisetzung nicht bezahlen können. Ne? So, ne? Und Altersarmut kann man natürlich auch verhindern, indem man einfach früher stirbt. Ne? Denn wer früher stirbt, ist kürzer arm. Ne? Das geht auch. Aber natürlich gibt es noch andere Wege, der Altersarmut zu entgehen, indem man sich in die Hände begibt von Herrn Riester, Herrn Rürup oder anderen Märchenerzählern. Ei, Gude, wie? Ich bin's, der Nobby. Das Blümchen. Und heute erzähle ich euch das Märchen von Hans und Grete. Über 30 Jahre haben die beiden immer hart für ihr Rente gearbeitet. Doch oje, ihr böse Vater, der böse Vaterstaat, hat einfach das Renteniveau abgesenkt, sodass sie fürchten musste, später im Alter bittere Armut zu erleiden. Was soll nur aus uns werden? Sprach Hans. Lass uns am Morgen in die weltweiten Weiten des Internets ziehen und nach einer privaten Rentenversicherung suchen, entgegnet Grete. Das wird all unsere Probleme lösen. Doch oh Graus, des Internets. Es war dunkle Wald. Da wuchs Assikuranze, Police, findische Fonds, kapitalbildende Lebensversicherungen mit Abschläge und Aufgabeaufschläge. Es riesterte und rührupte im Gestrüpp der Gebühren, dass es ihnen die Klausel nur so um die Ohren schlug. Hans, Hans, rief Grete, mir kraut's. Ah, da ein böser Mann, ein Hamburg-Mannheimer. Die Krähe, eine hannoverische Generali. Nein, es ist ein böser Gerling, der da sein Signal ruft. Arak, Arak, Hans, I, du, na, da. Erbarmenia, die Achse im Wald entsetzt den Zimmermann und auch mich. Doch schließlich kamen sie an ein Häuschen. Und da stand, auf diese Steine können sie bauen.
Und als sie sich gerade eine von der Steine greifen wollte, da rief ich ihm: Wissen rotend Mäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Und ehe sie sich versah, stand ein Mann vor ihnen und es war Herr Kaiser. Und er log Hans und Grete so lange das Blaue vom Himmel herunter, bis die beide eine völlig unsinnige Rentepolice kaufte, ja. Und Hans steckte er in den Käfig des Kleingedruckten. Schlack. Und jeden Morgen musste Hans seinen Finger aus dem Käfig stecken und der böse Herr Kaiser rief: Du bist mir noch nicht mager genug. Du musst noch einen Knebelvertrag unterschreiben, damit du noch ärmer wirst. Traurig und er schrieb Hans und streckte in seine letzten mageren Tage aus dem Gitter. Der böse Herr Kaiser nahm ihn, ging zu seinem großen Geldschrank, öffnete ihn und steckte seine Kopf hinein. Da stürzte sich Grete auf ihn, gab ihm einen Stoß, dass er tief in den Geldschrank hineinfuhr und nahm sich all das Geld, was darin lag. Doch Hans und Grete nahmen nur das Nötigste. Den Rest verschenkte sie an Nachbarn und Freunde und alle sagten: Jetzt ist die Rente sicher. Ja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute von der fetten Provision. Plus 23 Euro aus der gesetzlichen Rente. Thank you.
Disco-Partisanen. Nee, Firkentierken, ich muss mich hier mal outen. Ich gehöre nämlich zu einer Minderheit, und zwar zu der Minderheit der Raucher und Raucherinnen. Oh, ich bin nicht alleine. Oh, ist das schön. Dass die Minderheit doch nicht so ganz klein hier. Wunderbar, sehr schön. Ich muss es ja sagen, ich rauche ja in erster Linie deswegen, damit ich nicht zunehme. Ne? Ja, wenn ich nicht rauchen würde, würde ich natürlich noch mehr zunehmen. Dann hätte ich irgendwann komplettes Übergewicht und würde zusätzliche Kosten im Gesundheitswesen verursachen. Das will ich natürlich nicht, deswegen rauche ich. Ne? So einfach ist das. Ich habe jetzt allerdings ein kleines Problem. Ich habe angefangen, diese Bildchen auf den Zigarettenschachteln zu sammeln. Die kennen ja alle, auch die, die nicht rauchen. Ich habe mir so ein Panini-Heftchen angelegt. Ne? Und ich habe auch schon ganz viele Bildchen getauscht, ne? Weil ich von einigen auch mehrere hatte. Aber was mir fehlt, das ist dieser gut aussehende, nackte, impotente Mann. Den hätte ich gerne, wenn da mal jemand gucken kann, ob der auf der Schachtel ist. Vorne bitte abgeben am Merchandising-Stand. Ich lege dann einen Lungenkrebs dahin. Da habe ich mehrere von. Kann ich einen von abgeben. Ne? Aber jetzt mal Spaß beiseite. Spaß beiseite. Warum ist das eigentlich nur auf Zigarettenschachteln, solche Hinweise oder Bilder? Zum Beispiel gehört doch auf jede Bierflasche ein Hinweis, Achtung, Alkohol zerrüttet Familien. Ne? Oder auf Autos vorne auf die Kühlerhaube Fotos von Unglücksopfern. Ne, von Unfallopfern, gehört doch da drauf. Ne? Und auf manch eine Sendung im Fernsehen natürlich auch der Hinweis, Achtung, diese Sendung verursacht Hirnschäden. Ne? Aber nur auf Zigarettenschachteln. Ne? Und natürlich auf viele Ortseingangsschilder von Großstädten gehört natürlich ein Hinweis, Achtung, diese Stadt kann Miethaie enthalten. Und obwohl die Preise ins Unendliche steigen, ne, horrende Preise in den Großstädten, wollen immer mehr Menschen dahin. Und was der Wohnungsmarkt für Blüten treibt, wir gucken es uns an. Ich gehe natürlich so lange eine rauchen, tu also was für meine Figur. Bis später. Ja. Gabi, ja. Maus, beeil dich, ja. Die Gäste kommen. Ja, Liebling, ja. Mach doch mal auf. Ja. Ich komme gleich. Du, 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 ja. Du, du. Ja. Ja, wer ist denn da? Wer ist denn da? Udo und Ute, Markus und Maren, Brot und Salz. Brot und Salz, verrückte Idee. Ja. Macht's euch gemütlich, wir haben alles vorbereitet. Und habt ihr gut hierher gefunden? Ja, ihr hattet das ja super beschrieben. Das ist ja irre, dass ihr in Köln was Bezahlbares gefunden habt, was so nah an der Innenstadt ist. Wie heißt das Viertel hier? Castrop-Rauxel! Castrop-Rauxel, ein Viertel mit Doppelnamen, genau wie ich. Aber sag mal, seid ihr nicht auch an den Stadtrand von Köln gezogen, weil es zu teuer wurde? Ja, yep, nach Görlitz. Aber so sehr Stadtrand ist das gar nicht. Nein, wenn wir Gas geben, dann sind wir in 7 Stunden am Dom. So lange habe ich früher mit der KVB von Delbrück auch immer gebraucht. Übrigens, die Gabi kommt gleich. Die muss für unsere neue Wohnung einen Monat lang jeden Samstag mit dem Makler schlafen. Boah, das ist ja günstig. Ja, ich musste 2 Monate. Ich 3. Aber ich würde es nie wieder tun. Ein ganz netter Kerl. Der kommt jeden Samstag vorbei und dann steht er im Bademantel in der Tür und sagt, ich hätte da noch ein sexy Angebot. Mann, das ist ja ein toller Retro-Look hier. Und diese 70s-Möbel, was für einen Innenarchitekten hattet ihr eigentlich? Keinen. Das sah von Anfang an scheiße aus. Ja, das wird möbliert vermietet und dann kann der Vermieter die Miete verdoppeln. Ja, wir haben ja auch den alten Tisch von der Mutter des Vermieters und das olle Sofa. Ist aber ekelig. Das ist doch nicht ekelig. Wir haben noch einen alten Fernsehsessel. Da sitzt die Uroma noch drin. Ja, wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Die Gabi. Ich bin ein bisschen außer Atem. Ich hatte Sex und musste alles selber machen. Warum?
Ja, habt ihr schon mal einen Makler gesehen, der arbeitet? Nein. Schnäpschen! Ja! Entschuldigung, könntet ihr uns vielleicht ein bisschen helfen jetzt? Wir kriegen unsere Arme nicht mehr vom Körper weg, seitdem wir in unserer neuen Wohnung sind. Ja, da ist es so eng, da haben die Muskeln sich verkürzt. Ja, wo wohnt ihr denn jetzt eigentlich? In der Südstadt. Was? In der Südstadt? Von Köln? Nein, Holzminden. 5 Quadratmeter groß. 5 Quadratmeter? Ja, wir wollten uns doch auch mal ein Loft leisten. Aber 5 Quadratmeter, das ist doch viel zu eng. Nein, kein Problem, nachdem wir unserem Sohnemann gesagt haben, dass er endlich mal ausziehen soll. Wie alt ist er denn? 6. Prösterchen! Aber das Wichtigste ist doch, dass man sich nicht verbiegt, nur für eine Wohnung in Köln. Dass man nicht alles mitmacht? Ja, es gibt doch Wichtigeres. Ach, was ist schon Köln? Ich hätte da ein sexy Angebot. Für eine günstige Wohnung in Köln. Wer will? Ich! Im Leben nix, hab ich mir lang gesagt. Doch dann kam Peter, der Vorwerkvertreter, und der kannte alle Tricks, sprach vom Gefühl des Glücks. Nie wieder selbst pürieren. Er sei zwar nicht billig, doch sie war schnell willig. Jetzt hat sie nen Term. Für Beatrix kneten und rühren, den Gabung der spüren, und außerdem häckselt er Rotkohl und Möhre, kann auch noch geile Liköre, wegen der sensiblen Sensoren. Mag die Bea den jetzt mehr, den Thermomix, den blöden Thermomix. Mich keines Blicks, statt mich zu verführen, will sie emulgieren, wenn wir zwei nur etwas Gemeinsames hätten, wär unsere Liebe zu retten. Ich hab gegrübelt für Stunden und die Lösung selbst gefunden. Der Thermomix ist nicht nur alte Schrauben sortieren. Du kannst auch Estrich drin legen und den Keller selber fegen. Der Thermomix, oh du mein Thermomix, kannst sogar Käsesticks. Du bist mein Thermomix, Thermomix, Thermomix. Bis hier erfüllt mir inzwischen die Locken, wäsch ganz hervorragend Socken. Du kannst auch Bier darin brauen und im Display Fußball schauen. Was mich versteht, das Multifunktionsgerät, weil sogar den Rasen mäht. Oh du mein Thermomix, 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 und ihr singt Thermomix. Und die Beate Thermomix, Stunden des Glücks. Ich
Ihr wisst ja, dass Köln sehr beliebt ist bei Touristen. Jährlich kommen ja Hunderttausende, wenn nicht sogar Abermillionen in unsere Stadt, um sich den Dom anzugucken, das Schokoladenmuseum, den Dom und das Schokoladenmuseum und den Dom. Um jetzt nur mal die fünf wichtigsten zu nennen. Natürlich gibt es noch andere Sehenswürdigkeiten, die sich Touristen gerne angucken. Oh, ich sehe gerade, da kommt eine Touristengruppe, der schließen wir uns einfach mal an. Please follow her umbrella. Liebe Köln-Touristen, die Fizitas auf Cologne City, Druspa Terroristi Kolonienski, links sehen Sie die Baustelle der Kölner Oper. Und das Graue da oben auf dem Gerüst, sind das Maurer oder Tauben? Also wenn es sich bewegt, dann sind es Tauben. Unsere Reitzeit, Prispa, sehen Sie das berühmte 47-11-Haus mit seinem famosen Glockenspiel. It's famous Klingelingeling, Glocksky Bimbam. Das die französische Besatzung Kölns vor 220 Jahren darstellt. Bim, bam, bim, bam, bim, balim, 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 balim. Köln war damals so rückständig, dass die Franzosen verzweifelt versuchten, die Stadt zu modernisieren. To modernize the city. Dreckslowski total nie. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances sanglants et le fri. Köln, was für eine vermüfte Kaputerstadt. Mon Dieu, das soll sein das Venedig des Nordens? Alors, diese Stadt ist so kaputt und runterkommen ist mehr das Aleppo des Westens. Alle Brücke über Rhein in Arsch. Dürfen nichts mehr fahren, Pferdefuhrwerk über 3 Tonnen. Menschen machen Musik nicht in ihrer Opera aus, weil Opera aus ist kaputt. Sind zu blöd für zu reparieren. Stattdessen, sie machen Musik in die blaue Mülltüte unten am Rhein. Da lag ich mich kaputt, das nennt man Camping. Mon Dieu. Versuchten die Franzosen, den Kölner Kultur, Zivilisation und Demokratie beizubringen. Civilization and Democracy. Zivilisation, Demokratie. Demokratie? Was das ist? Wir nicht kennen. Macht nix. Mir in Bayern auch nicht. Wir in Köln, wir sagen, kennen wir nicht, brauchen wir nicht. Was für eine scheiße Stadt ihr. Hier gibt es noch nicht mal Ausnummern. Wie soll ich dann finden die Aus von meiner Major? Parfum, Parfum,
Parfum. Oh la la, une mademoiselle. Oui. Bonjour. Was bist du denn für eine Jeck? Küsst du aus Ports? Mein Name ist Jean. Scheng? Hör mal, ich spreche kein Croissant. Ich weiß, Französisch ist die komplizierteste Sprache von ganzer Welt. Par exemple, wir schreiben Monsieur und sagen Monsieur. Ach Gott, das ist doch viel komplizierter. Monsieur, entschuldigen Sie bitte, ich habe Ihren letzten Satz nicht verstanden. Würden Sie die Höflichkeit besitzen, den noch einmal zu wiederholen? Und wir sagen, hä? Wie heißt du? Man nennt mich Pötze Tosca und ich wohne hier in der Glockengasse und verkaufe Parfum auf dem Bordstein. Hä? Bordschwein? Ah, sur le trottoir. Hä? Le trottoir, Chaval. Trottoir, Schwalf. Oh. Oh. Ich bin kein Trottoir, Schwalf. Ich verkaufe Eau de Cologne. Boah. Was ist das? Pipi de Puma? Hier, ist ein französischer Parfüm. Na, dann ist das aber Pipi vom Pet. Wieso? Steht doch hier, Gaultier. Non, Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Oh. Wir Franzosen lieben Parfüm und schöne Frauen. Sur le pont. Der französische Chachant. Der französische Chachant. Der französische Chachant. Und das Mädchen kam sich sehr, sehr nahe. Oh my God, how romantic. Indeed, my dear. Oh, jamais, qu'a crassifo. Wir bei der Sissi und ihrem Franzl. Tosca, deine Aus braucht eine Nummer, eine persönliche Zahl, die zu dir passt. Also, ich habe schon 7-mal meinen 40. gefeiert. 47? Und du? Du mit den spitzen Öhrchen? Du bist so süß wie ein Wesen aus einer anderen Welt. So süß wie ein... Elf? Ja. 47 Elf! Oh. Bien, die schönste Ausnummer von ganzer Welt. Ach, Tosca. Scheng. Hm. Möchtest du machen l'amour avec moi? Ja. Oui. Wie? Wie? Ja, ich meine, wie man das halt so mäht. Also, jetzt nackelig mache und dann... Sagen wir uns süße Worte in die Ohr. Ich hab Kölsch. Und ich hab Französisch. Mit Plaisir. Oh. Aus de la Menge. Poussieren wir am Chaiselong. Ohne Plumon. Und machen fiese Matenschen. Bis die Dinge mal dämmchen. Absolument. Plümmerant weht. Hauptsache, et hetz es jo. Ja. Tosca, ja. Mon amour, je t'aime. Darf ich dich? Ja. Aux âmes citoyennes, formez vos bataillons. Mon Dieu, diese Stadt ist ein hoffnungsloser Fall. Kann man nicht modernisieren. Soldaten, wir ziehen ab. Aber was ist mit Tosca? Was soll sein mit Tosca? Mit Tosca kam die Zärtlichkeit. Ja. Dann wird sie mit Tosca auch wieder gehen. Abmarsch. No,
Tosca. Scheng. Ich muss. Scheng. Je t'aime. Du mich auch. Und so endete die Liebe und die Geschichte wurde vergessen. Nur nachts, wenn die Glocke leise ihr Lied spielt, liegt die Erinnerung wie ein Windhauch in der Luft. Hoch über Kölle schlägt eine Uhr. Zwei Turteltäubchen flattern wild in L'amour. Sie ist sein Kokettchen und im Duettchen liebt er sie toujours. Er ist ihr Tusch und sie ist retouché. Die Lippen sucré wie ein Schokopisé. Wie Baguette und mein Herz schmilzt wie Raclette. Du bist mein Sergeant, mir wird jetzt blümerant. Ma chérie, komm, bütz mich noch mehr. Bist mein schönstes Fisternöcher. Du duftest süß wie ein Eclair. Und deshalb lieb Fick und Jirken, ich möchte euch gerne mal mit zwei Zitaten konfrontieren, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Das erste ist von Martin Luther und der hat gesagt, wir sind immer auf dem Wege und müssen verlassen, was wir kennen und haben und suchen, was wir noch nicht kennen und haben. Und das zweite lautet, ich will nicht, dass Deutschland sich verändert, ich will, dass Deutschland Deutschland bleibt. Von wem ist das? Bitte? Nein, alles falsch. Alles falsch. Nein, es ist von dem Herrn Scheuer, diesem bescheuerten Generalsekretär der CSU. Es hätte natürlich auch von der AfD sein können, ganz klar, weil die AfD findet ja, dass sich alles verändert hat in Deutschland wegen der Flüchtlinge. Aber liebe AfD, ohne die ganzen Flüchtlinge, da gäbe es euch doch schon längst gar nicht mehr. Da wärt ihr doch schon fort vom Fenster. Da wärt ihr weg. Und natürlich sagt er auch, ja, früher war ja alles besser ohne die ganzen Fremden. Ja, wie viel früher darf es denn sein? Ne? Vor den Flüchtlingen, da gab es schon die Polen, Türken, Italiener, die Alliierten waren hier, die Franzosen, die Römer, die Germanen. Ich glaube, am besten zurück in die Eiszeit. Ne? Ja, da war es zwar scheiße kalt, aber es gab keine Fremden. Ne? Und ja, wir sind nichts. Keine Autos, keine Kinos und vor allen Dingen auch kein Hennessy-Theater. Ne, und das hat der WDR mit der Eiszeit gemeinsam. Beim WDR gibt es auch kein Hennessy-Theater mehr. Die senden das nicht mehr. Aber, ja, schreibt dem WDR, wenn euch das nicht gefällt. Aber bei uns Vorhang auf fürs Hennessy-Welttheater. Frau Präsident, der Bosch, Frau Präsident. Der Wo-Wo-Wo-Wosch, ich hanse he in minger Hand. Dach zusammen, ich bin der Poimanus. Und bei uns in Knollendorf ist die Welt noch in Ordnung. Wollt ihr uns luren? Ja, da können wir ja... Anfangen! Es ist jetzt Schreckliches passiert. Also nicht, dass ich dich beim Joggen stören möchte, Bärbelchen. Aber was ist dann passiert? Einer hat die Kiste mit der Idioten abgelassen. Die Kiste mit der Idioten? Ja. Ah! Ja, jetzt fang du nicht auch noch ein Joggen an. Da geht nämlich der Ärzte. Hallo,
Ich bin der Tim Trump. Ich bin der größte Assi von der Welt. Ja. Thank you. Thank you. Thank you. Ich bin auch in einem Flugzeug hier. Der Air Force One. Jetzt wohne ich auch im Weißen Haus anstelle von dem Bedrisse Obamas. Ich meine, für mich als Immobilienmogul ist es eine herrliche Angelegenheit, eine schwarze Familie vor die Tür zu setzen. Thank you. So, und das ist meine Frau. Melanomia. Ja. Ah! Kralle, knallen will ich. Halt Mul. Du hast noch gut auszusehen, ansonsten der Bagger zu halen. Ich hasse Frauen. Ich hasse Klöteköp. Ich hasse die Fusselmane. Ich hasse die bedrisse Bunnefresser. Die dreckige Drecksikaner, die spülle bei mir demnächst hinter der Britz. Wollen Sie luren? La cucaracha, la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. Ay, 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 ay. Adios, muchachos. Sagen Strampels, spielst du eigentlich auch Fußball? Ja, ja, dat. Welche Position? Pfosten? Nee, Vollpfosten. Mein Motto ist, dumm ist Trump. I will make Knollendorf great again. You Jack will make Knollendorf great again, sagen's. Bist du dafür überhaupt qualifiziert? Nee, also ja. Der Hitler hätte doch auch keine Führerschein gehabt. Oh, sagen's, du bist doch nicht richtig austherapiert. Ich möchte mir jetzt zum Idiotentest schicken. Komm, Jank. Ha, Idiotentest? Bist du nicht direkt. So, Melanomia, jetzt haben wir meine deutsche Zwillingsbruder Söke, der Robert Geis. Robert! Söke, nicht rufen! Robert! Spoi Magus, legen Samdell, der Küt hat den Nächsten. Ich bin der Erdomanes. Ah! Die Liegestadt von Bösporus. Sieg dem Putsch für Söke, habe ich mein Land zu neuer Größe geführt. Das Volk liebt mich. Wer war das denn? Das war der rasende Rüpp. Porter vom Orient Express. Na, ich lese sowieso nur die Meckerblume. Er soll sich nicht so anstellen. Ist doch alles super bei uns. Ja, also. Problemchen haben wir noch. Ja, was denn? Polizeigewalt. Nein. Systematische Folter. Nein. Gewalt gegen Frauen. Nein. Pressefreiheit. Unabhängigkeit der Justiz. Rechte der Kriegsdienstverweigerer, der Lesben, der Schwule, der Transgender, der Bisexuellen, der Transsexuellen, der... Hat ich noch jetzt vergessen? Was ist mit dem Tierschutz? Stimmt, sie missbrauchen so ein Thema. Pass auf, was es ist! Ich bin der Liechtenstadt Ostram, der Ärzte. Der größte Führer. Oh, er war ohne Führerschein. Ab zum Idiotentest. Weißt du nicht, kein Problem. Ich schon zum Idiotentest mache ich mir Führerschein. Ich schon zum Idiotentest. Was war das dann? Hör uns, Bärbelchen, für Typen wie der kriegst du noch nicht ins der Hungsführerschein. Den Mötze direkt in Schlöfere. Mm. Ich bin der Putes Putin. Ah! Und ich han der Längste. Wenn ich ein Ei essen will, pell ich dat Hohn. Ich bruche, um Klone zu spülen. Ich sarn einfach buh. Und schon hau minge Driss von allein af. Und du direkt den Mann hinterher. Ich bin in der Testosteronbunker auf zwei Beinen. Aber ich bin auch ein Feingeist und Poet. Mein Lieblingspoem ist Tschetschene, Schwule, Journalisten stehen auf meine Dudesliste. Ja, super, du Pappkopf. Ich kann auch nicht, Pasup. Ich stehe am Ring und habe eine Korke in der Fott. Aber das reimt sich ja nicht. Nee, aber das dichtet.
der Spöle. Nächster, so, der Jungblefe. Das ist wegen Fund. Das ist genauso eine harte Hung wie ich. Der fackelt nicht lang, der schießt direkt. Jo, ich hab ihn nach so ja mein kleinen Kosakentüpfel angeschossen. Aber das war der selbst schuld. Ich hab ihn dreimal abgefordert, stund zu bleiben. Und ihr wollt Freunde sind? Ja, ja, jo! Ja, ja, ja! Oh, ich auch, ich auch. Ich will auch ihr Freund sein. Was? So schnörres Peter? Nee. Du Provinzpotentat, du hast doch ja nicht unsere Krachenmähte. Genau, du warst doch nicht beim G20 dabei, nicht beim G7, nicht beim G8. Er war beim Genozid. Okay, bist du dabei? Ja. Okay. Okay, wir werden die Welt neu abteilen. Super Idee, Kasimir. Ich fang an. Pass auf. Jo. Ich nehm direkt das große He. Momentens, das ist Russland. Wie heißt das? Russland? Jo, das ist Mingland. Super, nehm ich. Wenn du Russland nimmst, dann nehm ich die USA. USA? Ganze Hand. Solange du nicht Amerika nimmst. Ich nehm Syrien. Nee, dann nimm ich auch. Nein, Bärbelchen, Bärbelchen, wir müssen ja tun. Die aufgeblasenen Krawallbrüder sind am Eskalieren. Hol uns das Flehe-Personal! Alle Mann antreten! Pack mich nicht an! Ich bin die mächtigste Kraft von der Welt und vom Volk gewählt. Ja, ja, aber wir sind hier in Knollendorf. Wir sind zwar Jack, aber nicht bekloppt. Yo, thank you. Thank you. Thank you. Bei uns kommen die Idioten direkt in die Kiste. Und ich, du Trampel, dich schießt mit zur Sicherheit direkt den Mann zum Mond. Mond kenne ich nicht. Bärbelchen, da würde ich sagen, ist ein Zick von der Rakete. Kommando 1, mit den Füßen trampeln! Kommando 2, mit den Händchen klatschen! Den Sternen am besten zum Mond. Verpiss dich, keiner vermisst dich. Und so blieben wir von dir verschont. Und tschüss! Ich hab dich um 5 immer zärtlich geweckt, zum Laufen 10 Runden im Park. Danach war für dich schon das Frühstück gedeckt, Leinsamen und Magerquark. Und dann sind wir beide zur Arbeit gejoggt, Wermelskirchen ist doch nicht so weit. Ja, zum Glück waren wir immer sehr pünktlich vor Ort, da war für ein paar Sit-Ups noch Zeit. Stadtbürostuhl, Petsi-Ball, Terra-Bänder überall. Doch jetzt frag ich mich, war all das nicht dein Fall? Jetzt ist Moni weg, abgehauen. Das passiert mir irgendwie mit allen Frauen. Jetzt ist Moni weg, bin allein. Ich verstehe das nicht, wie kann denn das nur sein? Dabei hab ich dir tolle Sachen geschenkt, zum Geburtstag das Kurzhantelset. Auch das Fitnessarmband hat sie wohl verdrängt und den Quickstepper vor unserem Bett. Und erinnerst du dich an den Trip nach Hawaii, die romantischen Stunden am Strand? Du zogst Bahnen im Wasser von 10 bis um 3 und ich saß mit der Stoppuhr an Land. Im Polarmeer baden gehen, Heiligabend war doch schön. Der Silvesterlauf im Schnee war doch okay. Jetzt ist Moni weg, abgehauen. Das passiert mir irgendwie mit allen Frauen. Jetzt ist Moni weg, bin allein. Ich versteh das nicht, wie kann denn das nur sein? Ja.
schaffen, wenn wir hart genug trainieren. Jetzt ist Moni weg, komm zurück. Nächste Woche ist schon Marathon in Brück. Jetzt ist Moni weg, kann das sein? Dann versuch ich halt den Iron Man allein. Hallo, liebe Freunde. Ich bin's, euer Kalli. Und ich komme gerade von Grill den Hänsler. Aber ich muss sagen, der Junge hat mir nicht geschmeckt. Nee. Da ist ja nichts dran an dem Jungen. Ja, nichts dran. Ich tät ja gerne mal eine Trut Moschner vernaschen. Ja, ja, die tät ich gerne mal küssen, ja. Also um an die Essensreste zwischen ihre Zähne zu kommen, ne? Ja. Ja, wie bah. Hör mal, ich sage immer, wer braucht schon Liebe, wenn man die Dinge mit Käse überbacken kann, ne? Ja, bitte, ne? Ja, ihr wisst ja, ich esse gerne. Ich esse wirklich sehr gerne. Doch, ich esse wirklich sehr gerne, aber das liegt an den Genen, ne? Ja. Ja, das liegt an der Gene. Doch, das liegt an der Gene. Ne? Ja, das liegt an der Gene. Ich habe nämlich Blutgruppe Nutella positiv. Ne? Ja. So, jetzt sagt manch einer, ich hätte zu viel Speck auf den Rippen. Aber ich sage immer, ich habe zu wenig Rippen für meinen Speck. So sieht es aus. Ne? Ja, ihr wisst ja, ich bin bekloppt. Aber positiv bekloppt, im Jenseits zu den Chemiebossen von Bayer Leverkusen. Die haben ja für 66 Milliarden haben die diesen Verbrecherverein Monsanto gekauft. Ja, hör mal, viele glauben ja, dass die Chemiebosse als Kinder zu nah an der Hauswand geschaukelt haben, ne? Ja. Ich würde sagen, das stimmt. Ja, hör mal, Bayer kauft Monsanto, das ist es so wie wenn eine Pest sagt, hör mal, ich bin nicht gefährlich genug, ich nehme mir noch die Cholera dazu. Ne? Ja, ne? Zum Beispiel das Nervengift Aspartam. Kennst du Aspartam? Doch, du kennst Aspartam, doch, du kennst das. Du kennst Aspartam, doch, du kennst das. Ja, das ist als Nutrasweet in der Pepsi Light. Siehst du, kennst du doch, ne? Ja, und das ist demnächst auch im Peterskölsch alkoholfrei, ja. Ja, und das Zeug ist so gefährlich, da kannst du mit 3 Flaschen Bier kannst du den gesamten Königsforst entlauben. Ja. Und der heißt danach Dünnwald. So. Ja. 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 Ich will mal so sagen, der Glyphosat ist aufgegangen. Ne, das kann man, glaube ich, so sagen. Aber von mir kriegt ihr für den Deal einen bunten Strauß Erbrochenes. Ja, ne? Ja, angeblich wollen sie ja mit jedem manipulierten Saatgut den Hunger in der Welt bekämpfen. Ja gut, ich weiß auch, dass ich für die Hälfte des Hungers in der Welt verantwortlich bin. Aber der Drecksäcke geht es doch nur um den Profit. Nur um den Profit, nur um den Profit. Ne? Gut, ich sage immer, Chemie in Lebensmitteln hat auch Vorteile. Ja, hat auch Vorteile. Doch, hat Vorteile. Doch, das hat Vorteile. Ganz sicher hat das Vorteile. Doch, das hat Vorteile. Doch, das hat Vorteile. Doch. Das hat Vorteile, zum Beispiel, wenn ich einen Film entwickeln will, dann lege ich den einfach in ein lecker Mettbrötchen, ne? Ja. Und zack, ist der Film fertig, ne? Ja. Aber es kann doch nicht sein, dass in unseren Lebensmitteln mittlerweile so viel Konservierungsstoffe sind, dass eine Scheibe Brot eine höhere Lebenserwartung hat als ich. Also das ist doch wirklich, ne? B-
bitte, das geht doch nicht. Ne? Und ich kenne Bauern, da sind die Schweine so voll gepumpt mit Medikamente, dass ich immer sage, das ist keine Bauernhof, das ist eine Ratiofarm. Ne? Ja. Ne? Gut. Und wenn Gentechnik, dann bitte aber auch was, wo wir alle was von haben. Zum Beispiel von der Kreuzung von einem Igel mit einem Regenwurm. Was hättest du dann? 20 Kilometer kompostierbare Stacheldraht. Ne? Ja, das wäre doch super. Ne? Und auch super die Gentechnik im Fußball. Ganz super im Fußball. Super im Fußball, wirklich ganz super. Und zwar speziell gezüchtete Linienrichter, nur 25 cm groß. Dann sind die immer auf Ballhöhe. Ja. Ne? Und hör mal, wenn das mit der Gentechnik so weitergeht, dann kommt ja irgendwann auch das Klonen. Ne? Das Klonen kommt dann, das Klonen. Ne? So, und dann heißt es nicht mehr, es gibt nur einen Rudi Völler, dann heißt es jetzt eben 10 Rudi Völlers. Ja, und dann gibt es natürlich auch ganz viele Kallis, das ist ja ganz klar. Das ist wunderbar, das wird schön, viele Kallis zu sein. Ne? Ja, das wird. Ja, das ging aber flög für uns, ne? Ja, es sind noch ein paar Gendefekte dabei, ne? Aber da kann man ja was dran machen. Da hat man ja noch ein bisschen Zeit, was da dran zu machen. Aber jetzt habe ich erst mal wieder Hunger. Jetzt gehe ich an das Buffet, lecker was essen. Auf geht's. So, bitte. Ja, was da? Ja, was ist das denn? Dann ist das Buffet ja leer, wenn ich da ankomme. Scheiß Monsanto. Euer Kalli, bis demnächst. Ja. Herzlich willkommen zur zweiten Trainingseinheit Selbstverteidigung für Frauen. Ich begrüße auch ganz herzlich die Ehemänner, die sich auch heute wieder als Pairingspartner zur Verfügung stellen. Wie ich sehe, habt ihr ja zu Hause geübt, aber da ist doch einiges schiefgegangen. Und ich habe noch gesagt, zu Hause bitte nicht nachmachen. Habe ich das gesagt? Ja, aber der Udo, der ist auch total empfindlich. Ich hatte gerade erst angefangen, da lacht er schon da. Fallobst. Ja, und jetzt ist er auch noch beleidigt. Wir haben das zu Hause nur mal ausprobiert, das mit in den Ohren greifen. Der hat so schöne Blumenkohlöhrchen, da kann man so herrlich reingreifen und dann. Oh, mein Hase, es tut mir so leid, aber er macht weiter mit. Sehr schön. Also, wir haben das gar nicht ausprobiert, weil ich will der Jamil ja auf gar keinen Fall verletzen. Wir sind eigentlich ganz gegen Gewalt. Ja, das bin ich auch. Deswegen bin ich ja hier. Und deine Trainingskleidung, ist die auch hier? Ja, die habe ich an. Ja, was denn? Wenn ich abends aussehe, ziehe ich doch keinen Jogginganzug an. Entschuldigung, ich habe gedacht, es wäre ein Einbrecher. Ja, ich dann gebrüllt, wie du gesagt hast, er ist dann losgerannt, aber da stand dann leider die Kellertür auf. Wilfried? Er sagt, es tut ihm total leid, dass er mich so erschreckt hat. Doch. Aha. Okay. Wiederholung von letzter Woche, dann machen wir weiter. Der Jamil kommt bitte mal zu mir, der macht uns jetzt mal den Nafri. Ha, Moment, ist jetzt aber nicht richtig. Also ich meine, das ausgerechnet der Jamil. Schatzile, gell, du musst es nicht machen. Ja, aber wenn er doch schon so aussieht. Also, Autschi, Autschi. Oh, sorry, Udo, da hat die Moni recht, das ist rassistisch. Ja, wieso das denn? Was kann denn der Dschihad dafür, dass er so aussieht, wie er aussieht? Das kann Stopp, der Jamil macht uns jetzt mal den Nafri, hatte ich gesagt. Jamil, was sagst du? Er sagt, er macht. Danke. Was haben wir letzte Woche gelernt bei einem Angriff? Habt ihr maximal 5 bis 10 Sekunden Zeit zu reagieren? Was macht ihr erstens, zweitens, drittens? Sorry, Udo. Ouchi. Starren, stoppen, stiften, gehen. Ja. Yep, ich zeig's euch nochmal. Der Jamil tanzt mich jetzt mal an. Ich starre. Ich stoppe. Nein, ich hau ab. Mit der Moni, bitte. Das ist super. Jamil, ich pass auf.
tanzt dich an, was machst du? Ha, ich weiß es auch nicht. Blickkontakt. Und jetzt schrei ihn an, dass er dich in Ruhe lassen soll. Schätzele! Aus! Sitz! Pfui! Und jetzt weg, Manny, weg! Ich habe auch arg knapp. Also da überlege ich noch. Was kommt jetzt als nächstes? Und da sind die 5 Sekunden auch schon rum. Ich kann mir die Reihenfolge auch nie merken. Und für den Wilfried ist das auch zu schwer. Doch. Okay, jetzt mal der Jochen bitte mit der Conny. Gerne! Autschi, autschi, autschi! Sorry, Udo. Oh. Ja, komm, Jung, komm! Jochen! Ja, wenn der nicht mitmacht! Jochen, du musst ran, näher! Näher traue ich mich nicht! Jochen, du bist der Täter, du willst der Frau an die Brust fassen! Aber das würde ich nie tun! Ah! Ja! Super gemacht, mein Hase. Eine Armlänge Abstand. Ja, ganz toll. Also statistisch gesehen, ich habe danach das kleinste Problem. Ja, der gefährlichste ist ja der eigene Mann. Ja, du nicht, Jochen. Also das habe ich auch gelesen. Ja, das stimmt. Die Hälfte der Opfer wird zu Hause angegriffen. Ja, aber die andere Hälfte läuft ja noch draußen frei rum. Also ich gehe ohne meine Frau abends auch nicht mehr vor die Tür. Okay, Partnerwechsel, der Jamil nochmal mit der... Mit der Bärbel. Die Karin geht hier zum Wilfried. Ist das okay für dich, Wilfried? Danke. Die Conny bleibt hier beim Udo, die Moni geht zum Jochen. Alle auf Position und bitte. Super, Karin, weiter. Zalando! Super, Karin. Und das alles mit einer Armlänge Abstand. Ja! Ja. Euch ist wahrscheinlich auch aufgefallen, dass im letzten Jahr hier im Herbst in Köln unglaublich viele Leute in bayerischen Dirndl und Lederhosen rumgelaufen sind. Hör mal, das geht mir sowas von auf die Weißwurst. Diese grassierende importierte Feierwut, ne? Hör mal, ne? Erst Halloween, jetzt das Oktoberfest. Was kommt dann als nächstes? Armabtrieb in Köln-Weiß, ne? Oder das Neujahrsspringen am Kölnberg, ne? Das ostfriesische Krabbenpool in Köln-Kalk und die Nieler Woche mit dem depressiven Windjammerchor »Kein Schiff wird kommen«, ne? Und irgendwann reichen die Tage nicht mehr aus, um jedes Fest einzeln zu feiern. Da werden die alle auf einen Dach gelegt. Und dann gibt es zum Zuckerfest in Dünnwald die feierliche Nubbelbeschneidung mit 6-Tage-Brennen und anschließendem Fastenbrechen im Käferzelt. Und die Prinzenproklamation wird in den Oktober vorverlegt mit feierlichem Anpissen am Dom, bei dem Kardinal Wölki ruft, Ohrpistis! Gut. Wem es nicht gefällt, der fährt halt in die Eifel, ne? Oder geht in den Schrebergarten. Obwohl, da kann man ganz schöne Überraschungen erleben, vor allen Dingen dann, wenn die Nachbarn Musiker sind. Viel Spaß. Seit ich in Deutschland wohne, da kann ich gar nicht mehr ohne. Vom Rasenmähen-Variante, die ich vorher nicht kannte. Hast du viel Gras an der Seite, dann musst du Graskante schneiden. Mit dieser wunderschöne Graskantenmäher, singt ihr mit, die schöne Graskantenmäher. Schöne Laute, Graskantenmäher, so schöne Graskantenmäher. Wenn Motor surrt wie ein Katzchen, wir gatten ganz schönes Plätzchen, da dreht sich ganz schnell der Faden.
manchmal passiert kleine Saden, hab ich im Gras nicht gesehen. Von meinen Nachbarn, die sehen, abgeschneiden mit die Graskarten mehr. Die Söhne Graskarten mehr. Graskarten mehr. So Söhne Graskarten mehr. Schlauche solo. So söhne Graskarten mehr. Graskarten mehr. Oder auch Stockrosenseher. Singe alle mit Stockrosenseher. Stock der Rose, kennst du? Stockrosenseher. Stockrosenseher. Die frisst der Scheißeichel her. Scheißeichel her. Solo. Besser Graskarten mehr. Und singe auf der Arme Graskarten mehr. So schöne Graskarten mehr. Graskarten mehr. So schöne Graskarten mehr. Gracias todos. Muchos nachos. Gracias. Ein Lied über den Graskantenmäher, da muss man auch erstmal drauf kommen. Die Verrohung in der Gesellschaft streitet ja voran und das kriegen wir alle am eigenen Leib zu spüren. Ich neulich wieder auch, da wollte ich nämlich die Tochter einer Nachbarin aus dem Kindergarten abholen und da stellt sich mir so ein kleines Kindergartenmonster in den Weg, versperrt mir den Eingang und ich sage wirklich ganz nett, sag mal, kannst du mich bitte vorbeilassen? Da seht das Kind zu mir, fick dich ins Knie, du fette Sau. Was wollte das Kind mir damit sagen? Wahrscheinlich genau das, was das gesagt hat, ne? Aber warum soll das Kind auch nett zu mir sein? Ich meine, die Erwachsenen machen es doch vor, tagtäglich. Verrohung in der Sprache, Respektlosigkeit. Und ich erspare euch jetzt Beispiele von Hassmails oder Pegida-Demos. Vielleicht nur so viel. Ein kleines Beispiel von der AfD. Die haben einen ersten Entwurf vorgelegt für die Bundestagswahl, für ein Plakat. Und darauf zu sehen sind Merkel und Obama, wie die sich so ein Begrüßungsküsschen geben. Mit der Überschrift, wollt ihr von einer Niggerbraut regiert werden? Ja, das ist, macht einen sprachlos, ne? Ja, man glaubt das ja auch. Es ist aber eine Falschmeldung, ne? Also bis jetzt, ne? Ja, wer weiß, was uns alles im Wahlkampf noch widerfährt an Falschmeldungen, alternativen Fakten oder Twitter-Meldungen à la Donald Trump. Apropos Wahlkampf, Frau Merkel hat ja wieder ihre Kandidatur erklärt und sie hat auch wie jedes Jahr seit vielen, vielen Jahren wieder eine Neujahrsansprache gehalten und uns wurde die Aufzeichnung einer Probe dieser Ansprache zugespielt. Wir gucken mal rein, was sie da so gesagt hat. Ich wünsche viel Spaß. Bitte schön. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es stimmt. Es ist eine besonders herausfordernde Zeit, in der wir leben, aber es stimmt auch, wir schaffen das, denn Deutschland ist ein starkes Land. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr. So, fertig. Entschuldigen Sie, Frau Bundeskanzlerin, ganz kurz dazu, eine sehr schöne Rede, aber... Ja, was ist denn? Ja, gerade zwei Anmerkungen dazu. Erstens, das ist der gleiche Text wie im letzten Jahr. Ja, ist ja auch noch dieselbe Scheiße wie im letzten Jahr. Ah, ja gut. Ja, und das mit dem wir schaffen, das kam irgendwie so ein bisschen unglaubwürdig rüber. Könnten Sie das vielleicht noch mal ein bisschen... Nein, kann ich nicht. Entschuldigung? Hast du die Ohren kaputt oder was? Ich sag das nicht noch mal neu. Aber ich meinte doch bloß... Du hast hier gar nichts zu meinen, du Luftpumpe. Was? Das geht mir dermaßen auf die Klöten, dass mir ständig jemand sagen will, was ich zu tun und lassen habe. Du willst mir sagen, was ich besser machen soll? Du Regiewurst?
Tarantino für Arme? Hast du auch von Hollywood geträumt, war? Roter Teppich, Koks, Nutten. Aber geschissen, einmal Regieassistent bei der Seitenbacher Müsli-Werbung. Wirklich, genau. Aber, Frau Bundeskanzlerin, ich dachte doch nur, weil Sie doch wieder kandidieren wollen. Ja, aber nur, weil die Idioten keinen anderen gefunden haben. Frau Bundeskanzlerin, ich bitte Sie. Schnauze, wenn der Kuchen spricht, dann haben die Krümel Pause. So, und jetzt spitz mal die Lauscher. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, so, 2016 ist auch schon wieder vorbei und was soll ich sagen, es war ein Scheißjahr. Götz-George ist tot, der Prinz ist tot, Bud Spencer ist tot, Muhammad Ali ist tot, Hans-Dietrich Genscher ist tot, aber Horst Seehofer lebt! Dieser Wurmfortsatz aus München, diese Mischung aus Präpotenz und Impotenz. Ich sag's euch, wenn ich das nächste Mal in Moskau bin, dann frage ich den Putin, ob er die Krim gegen Bayern tauscht. Dann kann der mit dem Seehofer nackt übers Oktoberfest reiten. Und wenn der Putin rumzickt, dann kriegt der Mecklenburg noch gratis dazu. Ja, braucht doch eh keine Sau, die ganzen Spackos da drüben. Und von sowas muss ich mich wählen lassen. Ach nee, ihr wählt mich ja gar nicht mehr. Ihr habt die Mutti ja gar nicht mehr lieb, weil die Mutti vergessen hat, die Haustür abzuschließen. Ja, und da standen plötzlich 10 kleine Negerlein auf dem Flur. Und die hat die Mutti direkt viel lieber gehabt als euch. Und dann hat die Mutti den ordentlich Zucker in den Arsch geblasen. Und dann durften die Kanaken in eurem Bettchen schlafen. Und dann haben die Kanaken noch viel mehr Taschengeld gekriegt als ihr. Ja, und da wolltet ihr natürlich viel lieber den Seehofer als neuen Papa haben. Aber das geht ja nicht, weil der wohnt ja in Bayern. Und Bayern gehört ab nächster Woche zu Russland, ihr Arschgeigen! Am Anfang, da habe ich ja noch gedacht, ja, verdammte Kacke, wie soll ich denn jetzt die Wahl gewinnen? Weit und breit kein Hochwasser in Sicht, wo ich im Oderbruch in Gummistiefel mal eben ein paar Kinder und Schafe aus dem Wasser ziehen kann. Aber wisst ihr was? Es ist mir mittlerweile scheißegal. Ich habe die Schnauze gestrichen voll, ihr könnt mich alle mal. Und wo wir gerade dabei sind, liebe Briten, ihr könnt mich auch mal. Ihr habt keinen Bock mehr auf die EU? Gut so. Ich habe nämlich auch keinen Bock mehr auf euch. Nee, bleibt ruhig unter euch, ihr Inselaffen. Da könnt ihr eure Inselstatistik mal wieder ein bisschen aufpolieren. Also, gegen euren Genpool ist doch Brandenburg der Inbegriff blühender Artenvielfalt. Und jetzt, wo die Briten raus sind, ja, da denkt der Erdogan sicher, jetzt kann er rein. Ja, geschissen! Boah, was muss der für einen kleinen Döner da unten rumbaumeln haben? Also anders kann ich mir diese ganzen Beleidigungsklagen überhaupt nicht erklären. Und dem muss ich auch noch die Hand schütteln. So viel Sakrozahn kriegst du auch gar nicht in meine Handtasche. Aber mit dir bin ich auch noch nicht fertig, mein kleines Muselmännchen. Wisst ihr noch das Gedicht? Geiles Zeug, oder? Aber wenn ich das gewusst hätte, dass der Böhmermann das wirklich vorliest, dann hätte ich das doch nie geschrieben. Leute, wenn ich glaube, mir geht's beschissen, dann gucke ich mir einfach meine SPD-Minister an. Andrea Nahles. Diese singende Ringbucheinlage auf LSD. Geboren in Quassel an der Strippe. Und Sigmar Gabriel, diese adipöse Gesinnungsamöbe. Leute, ich bin zwar kein Proktologe, aber ein Arschloch erkenne ich, wenn ich es sehe. Mit solchen Flachwichsern soll ich Deutschland wieder flott kriegen? Vergiss es, no way. Meint ihr jetzt, ich tue mir den ganzen Rotz nochmal an? Ich bin doch nicht blöd. Wisst ihr, was ich diesen Sommer mache? Ich ziehe meine Kandidatur zurück und dann schnappe ich mir meinen Mann. Das ist dieser wildfremde Lutscher, der bei mir zu Hause wohnt. Der Herr Sauer.
Diesen Sommer sind wir 20 Jahre verheiratet. Da freut er sich schon drauf. Da biete ich ihm endlich das Du an. Jedenfalls schnapp ich mir den und dann hauen wir unsere Luxuspensionen auf den Kopf, bis einer heult. Und das eine könnt ihr mir glauben, wir schaffen das! Hallo, wer hat der Taxi bestellt? Hallo, Entschuldigung, darf ich mal durch? Darf ich da? Hallo, Taxi, Taxi ist da. Wer hat der Taxi bestellt? Hallo, hallo, ich bin da, das ist einfach, ich bin draußen. Jemand hat angerufen, ich hat der Taxi bestellt. Da bin ich hier. Hallo, wer hat der Taxi? Oh, so viele Leute. Ui, nein, 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 nein. Hallo, mein Name ist Bakshi. Aber alle Freunde nennen mich Ravi Tuk Tuk Hupma Bitsubishi. Fahr ich Taxi mit indischer Taxischein. Ist ganz einfach. Du musst beim Prüfung nur wissen, wo der Hupe ist. Und kennen wichtigste Regeln. Die heißt, fährst du rückwärts an dem Baum, verkleinert sich der Kofferraum. Dai, 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 dai. Bei meinem Taxi, immer guter Laune. Gute Party und gute Musik. Komm, Freunde, steh auf, tanzen wir alles zusammen. Batschi Taxi fährt schon seit 20 Jahren hier können rein. Komm und alle hoppa! Hat sich da bewährt, nach dem Ziel zu fragen, wie soll's anders sein? Du hast doch dann einmal so viel getrunken, mir gewunken und ich halte an. Du immer Shiva und Shiva und Shiva, kannst mir nicht erklären und alle wollen. Dorf. Wohin wollen du, wohin? Wollen wir? Einmal steige ein, ganz verliebte Pärchen hab ich dich genannt. Süße Herzlein, Schatzi Mausebärchen hab ich nicht gekannt. Doch hab ich keine Chance, die zwei nach ihres Ziel zu fragen. Leidenschaft so groß. Sie nur küssen und küssen und küssen. War ich einfach los. Aber wohin, wohin ich nur raten kann. Wohin Taxi wissen muss. Wohin wollen du, wohin? Komm mal da hoch. Stunden, Kreisverkehr eine Runde, wohin wollen du, wohin? Und jetzt seid ihr dran, alle zusammen!
Ich glaube, ich fahre heute Abend im Taxi mit dem nach Hause. Das mache ich. Fühlt sich hier eigentlich irgendjemand von dieser German-Angst angesprochen? Diese Angst der Deutschen vor der Vogelgrippe, Umweltzerstörung und einem Knöllchen? Also ich habe die German-Angst nicht. Ich habe die nicht. Wobei, ich muss mich korrigieren. Nein, neulich hatte ich sie nämlich. Nämlich als unser Katastrophenminister de Maizière. Als der die Bevölkerung aufgefordert hat, Notvorräte anzulegen, da wurde mir doch ein bisschen plümmernd. Ne? Ich direkt in den Keller, um nachzugucken, was wir an Vorräten haben. Und da habe ich mich total erschrocken. Da stand ein Laufband. Hat mit Vorräten jetzt nichts zu tun. Hatte ich mir vor Jahren mal angeschafft, hat stand da rum. Ne? Aber ich sage immer, das Schlimmste an der Katastrophe ist, ja, man weiß ja nicht, wann sie kütt. Kütt im Sommer, kütt im Winter, kütt womöglich zwischen den Jahren. Ne? Und wenn sie im Sommer kommt und ich dann suche Kappes mit Hämmchen eingelagert, also Sauerkraut mit Hämmchen, das ist für den Sommer das falsche Gericht. Ne? Und was ist, wenn die Katastrophe kommt, ich aber gar nicht zu Hause bin, sondern beim Friseur? Ne? Gut, dann hätte ich die Haare schön. Das wäre auch super. Ne? Aber da ich ja nie ohne Handy aus dem Haus gehe, würde ich natürlich sofort meinen Ehegatten anrufen, damit er mich reinlässt ins Haus. Blöd wäre nur, wenn es dann einen Hackerangriff gegeben hat, Netz zusammengebrochen. Da würde ich schön blöd aus der Wäsche gucken, aber ich hätte die Haare schön. Viel Spaß. Schönen guten Abend und willkommen zu Ihrer Lokalzeit aus Köln. Leider müssen wir den sehr spannenden Bericht über die Zecke im Fell von Hennes dem VIII. Verschieben. Denn vor einer halben Stunde erreichte uns eine schockierende Meldung. Die Stadt Köln wurde Opfer einer Cyberattacke. Offenbar wurden gleich mehrere Server der Stadt gehackt. Hier bei mir im Studio ist nun der Chef für Cybersicherheit der Stadt Köln, Willibert Kleinmann. Anscheinend hat Herr Kleinmann direkt einen der betroffenen Server mitgebracht. Guten Abend, Herr Kleinmann. Was ist der aktuelle Stand? Ja, das ist im Moment schwer zu sagen, weil ich komme in der blöde Computer ja gar nicht drin. Ne? Das heißt, die Server der Stadt stehen unter fremder Kontrolle. Ja gut, das haben jetzt Sie gesagt. Ja, ich meine mal, bei dem ganzen Technikgedöns heutzutage, ja, da blickt doch keine Sau mehr durch. Normal. Also, wenn man Sie jetzt so reden hört, hat man schon ein bisschen das Gefühl, dass die Cyberabwehr der Stadt Köln nicht so ganz auf dem aktuellen Stand ist. Doch, doch, sicher. Hören Sie mal, ich habe mir noch extra aus dem Internet dieses Programm runtergeladen, dieses Feuerfuchs. Ja. Nee, Feuerwand. Nee, auch nicht. Ist ja, jedenfalls habe ich 50 Euro für zwei Computer bezahlt, ja, eins, zwei. Und dann stand da, Ihr Computer ist jetzt sicher, ja? Aber von wegen. Also Sie kriegen von mir einen derartigen Beschwerdebrief, aber hallo! Kann es sein, dass Sie überhaupt keine Ahnung haben? Was, wer? Ich? Ja. Ich keine Ahnung? Hören Sie mal. Ich habe mir extra zur ultimativen Sicherheit das ultimative Passwort einfallen lassen. Ja, das quasi, ultimativ, nicht zu knacken war. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt sind Sie dran. Ja, das ist die Standardeinstellung. Ja, eben. Da denkt doch jeder, das haben die wahrscheinlich verändert. Ne? Und da probieren die alle möglichen Kombinationen aus, außer eben 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Ja, aber offensichtlich ist dann doch jemand drauf gekommen. Ja. Ja, ja. Richtig, das ist ein seriöser Einwand. Und wir werden uns auch recht zeitnah zusammensetzen, um mal zu überlegen, was jetzt passieren kann. Ja? Also das haben wir jetzt. Jetzt ist Februar, Sommerferien. Also spätestens, wenn die Oper fertig ist. Meine Damen und Herren, wie ich soeben höre, hat die Polizei den Täter inzwischen ausfindig gemacht. Vielen Dank, Herr Kleinmann. Ja, jetzt nicht. Und wir schalten live zum Tatort. Ja, irgendwo in diesem Hochhaus in Chorweiler soll der nach wie vor flüchtige Täter seine Attacke geplant und durchgeführt haben. Herr Pütz, was ist passiert? Nach dem neuesten Erkenntnisstand und nach der Analyse unserer hochqualifizierten Profilern hat sich jetzt ein eindeutiges Tatmotiv herauskristalliert, nämlich Frau Lorsch. Frau Lorsch? Das ist die Erdkundelehrerin des Täters. Diese sei, so der Täter, ein Mega-Upturner, weshalb im Unterricht ein wenig auf seinem Smartphone herumgedaddelt habe, um nicht wegzuschnarchen. Wie alt ist der Täter denn? 8 Jahre.
Hab ich das richtig gehört? Die Stadt Köln wurde von einem 8-Jährigen gehackt. Er ist 8,5. Und er hat sämtliche Homepages der Stadt Köln gehackt. Darum jetzt ein ganz wichtiger Hinweis für die Besucher der Philharmonie am heutigen Abend. Dort wird selbstverständlich Beethovens 5. gegeben und nicht, wie auf der Homepage angekündigt, ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da vorne ist eine Taverne, da tausche ich das Ding gegen Bier. Vielen Dank nach Chorweiler. Meine Damen und Herren, die Ereignisse überschlagen sich. Nach neuesten Meldungen ist jetzt auch der Server des Westdeutschen Rundfunks von der Cyberattacke betroffen. Das ist doch Käse. Ja, aber wir kommen erst einmal zu unserem nächsten Beitrag und schalten dafür zum Parteitag der AfD nach Dresden. Entschuldigung, das ist natürlich nicht der Parteitag der AfD. Meine Damen und Herren, ich höre gerade, es wird alles noch schlimmer. Herr Kleinmann, ja. Nach neuesten Informationen wurde jetzt auch der Fahrplan der KVB gehackt und durch willkürliche Zahlenfolgen ersetzt. Ja, das hat man vermutet. Stellte sich allerdings jetzt später heraus, das war der Originalfahrplan. Ne? Verstehe. Meine Damen und Herren, das heißt also, völlig egal, ob Köln gehackt wurde oder nicht, das Chaos bleibt dasselbe. Au. Na dann, gute Nacht. Scheiße. Lefjek und Jecken, ich muss hier nochmal was loswerden. Ich glaube, ihr seht das genauso wie ich, weil ich habe wirklich dermaßen die Nase voll von diesen ganzen Gesundheitsaposteln. Erst will man mir die Zigaretten und das Rauchen vermiesen und jetzt versuche diese Fitness-Fetischisten mir auch noch die Süßigkeiten und den Zucker madig zu machen. Zucker sei der neue Tabak und gehöre verboten. Hallo, ja hören Sie, ich weiß auch, dass Zucker scheiße ist. Aber wenn die mir mein Grundnahrungsmittel nehmen wollen, dann schieße ich mir aber eigenhändig mit Mozartkugeln in den frei, um an meine Süßigkeiten zu kommen. Hör mal, da würde ich sogar eiskalt die ein oder andere Kalorienbombe hochgehen lassen. Ne, wir Zucker- und Schoko-Junkies, wir lassen uns doch nicht in die Illegalität abdrängen, weil dann wären wir gezwungen, uns heimlich auf Bahnhofstoiletten zu treffen, um zu twixen. Ja. Dann gibt es... Ja, weil dann gibt es nämlich Beschaffungskriminalität. Und blutjunge Mädchen, so wie ich, müssen sich von wildfremden Männern ein Ferrero-Küsschen geben lassen, um ihre Sucht zu finanzieren. Und deswegen rufe ich euch auf zur Meuterei um das Bounty. Meinen Milky Way of Life, den werde ich verteidigen bis zum letzten Zuckerkrümel. So, das musste jetzt mal gesagt werden. Hör mal. Wirklich, ne? Immer nur Verbote, 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 Verbote. Aber zum Glück gibt es ja den Karneval. Da kann man 5 Grad sein lassen. Und Karneval wird in ganz Köln gefeiert. Auch im Umland, da tobt immer der Bär in diesen Festzelten und Gemeindesälen. Und wir schalten jetzt mal rüber in den Festsaal der Gemeinde St. Tünnes in Flittard. Da tobt nämlich gerade der Bär, da ist die Stimmung auf dem Höhepunkt. Da marschiert nämlich gerade Freddys Coverband ein. Viel Spaß, Einmarsch! Coverband. Ich bin der Freddy und das ist mein Coverband. Jawohl! Alles herrliche Kerle und wo wir sind, da ist Stimmung. Und jetzt wollen wir uns ein schönes Zick machen und Sorge vergessen und so richtig anständig Karneval feiern. Sind wir so weg? Sind wir so weg? Seid ihr bereit für den Burendanz? Stillmannstisch, hört mal einfach an und wir trummen mit Hahn im Kopf.
nicht. So muss ich die Güte mir nicht spielen. Ich meine, wir haben den Terroranschlag. Der Trump ist Präses. Der Menschen haben Angst und all. Ja, und dann so ein Lied. Nee, alles klar, alles klar. Jan, ich will, wie in Stimmung bleibt. Ne? Erkläre mal später. Und weiter geht's. 2, 3, 4. Schützebrüder, kommen an. Und den Dörfern helfen an. Krallen hey, hey, da haben wir doch schon. Was sind das für Schützebrüder? Wo kommen die her? Und vor allem, auf wen schießen die? Micha, 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 das ist ein ganz feiner Kerl, der Micha am Schlagzeug, ne? Stimmung bleibt, ja. Micha, Micha, pass auf, die Schützebrüder, die schießen auf einen Vogel aus Holz und haben Spaß dabei. Und das wollen wir auch haben. Spaß. Jawohl, und weiter geht's. 2, 3, 4. Feuerwehr, kommen, flippen, Götter lässt sich an. Hoffentlich lief alles ganz. Und warum kommt die Feuerwehr? Also wenn ihr mich freust, Freddy, die in Birkelsdorf auf dieser Hutzig, die bereiten sich auf einen Terroranschlag vor, ja. Stimmung bleibt. Ja, Stimmung bleibt. Ja, Micha, Micha, beruhig dich, beruhig dich. So sind die Sitten auf dem Land. Rau, aber herzlich, ne? Hauptsache, die Stimmung ist gut. Jawohl, und weiter geht's. Und jetzt der ganze Saal. 2, 3, 4. Linserin und Räterin, über dich und Bänk und Stühl. Und Linserin und Räterin, jeder für sich wohl in dem Gefühl. La 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 la. Ja, 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 wisst ihr was? Jetzt ist nämlich, jetzt ist die Panik ausgebrochen. Die Menschen wissen nicht mehr wohin. Links herum, rechts herum, es gibt keinen Ausweg mehr. Über Tische, über Bänke, über Stühle, da dreinste Gas. Und ihr singt, jeder fühlt sich wohl, hey, in dem Gewühl. Nee, ist klar, Micha, super Stimmung. So löst sich, kommen wir nie mit zusammen. Ne? Ja, Stimmung bleibt. Ne? Ja. Würde ich sagen, spielen wir direkt das nächste Lied. Ja. Ein super Stück, da können wir alle mitsingen. Ich bin ein Räuber. Ich bin ein Räuber. Das geht jetzt ja nicht. Und oh, nein, nicht schon wieder. Ich strafe. Freddy, Freddy, das ist das Lied der Antänzer vom Hauptbahnhof. Ich bin ein Räuber. Was? Ja. Stimmung bleibt, Stimmung bleibt. Ja. Stimmung bleibt. Ha, ja, da spielen wir direkt das nächste Lied. Ja, da können wir alle mitschunkeln. Ein super Song. Jetzt wird ihr schunkeln. Hakt euch unter. Hakt euch unter, jawohl. Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind, weil wir so brav sind. Das sieht selbst der Petrus ein. Er sagt, ich lass gern euch rein. Ihr wart auf Erden schon die reinsten Engel. Ist jetzt die Hymne der Selbstmordattentäter. Was? Oh ja. Ja, Stimmung bleibt, Stimmung bleibt. Ne? Ja, ja, dann spielen wir jetzt ein Liedchen vom lecker Essen. Ne? Ganz harmlos, ganz harmlos. Der ganze Saal ist noch Suppe da. Ja, obwohl, nee, das können wir nicht singen. Wir haben ja den Hunger in der Welt. Ja. Aber ich hab noch eins, ich hab noch eins, jawohl. Die Hände zum Himmel, das geht. Alle mal die Hände zum Himmel. Südost wie in Massenhinrichtung. Ja. Ich glaube, die Zeit der Stimmungslieder
ist einfach vorbei. Freddy! Freddy, das kann man nicht machen. Wir können die Lüxer mit ihrer Panik jetzt nicht so allein lassen. Die genau, Freddy! Die Leute sind total verunsichert! Ne? Ja. 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 Die Stimmung ist total im Keller, das tut mir jetzt auch leid. Ja, tut mir auch leid, ne? Jetzt müssen wir zum Lachen in den Keller jagen. Dabei hatten wir doch bisher immer so eine Bombenstimmung. Stimmung bleibt. Ja. Weil ich meine, ist, man hatte bis jetzt immer einen super geile Zick. Ich könnte kriechen, wenn ich dran denke. Das war Freddys Coverband aus Flittert. Und Stimmung bleibt. Genau, Stimmung bleibt. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ihr das so zu Hause im Alltag handelt. Ob ihr immer so regelmäßig Preise vergleicht und euch dann entscheidet, was ihr kauft. Ich mache es mir ja ganz bequem. Ich gehe einfach nur in dieses Vergleichsportal. Check24, das kennt ihr, ne? Dieses Everybody dance now. Entschuldigung, ist gerade mit mir durchgegangen. Entschuldigung. Da kann man ja mittlerweile alles Mögliche vergleichen. Ne? Zum Beispiel ganz viel. Wo bekommt man den billigsten Ökostrom? Ne? Für 9 Cent die Kilowattstunde bei der Firma TEPCO in Fukushima. Und den billigsten Immobilienkredit bekommt man natürlich bei den Lehman Brothers auf den Cayman Islands. Und auch Mohammed aus Eritrea hat bei Check24 Schleuservergleich die billigste Kreuzfahrt übers Mittelmeer gefunden und 800 Euro gespart. Ja. Und auch viele Politiker sind in den Vergleichsportalen unterwegs, so auch unser Finanzminister, der Wolfgang Schäuble, ne, oder wie ihn die Sozialverbände nennen, Sparen auf Rädern. Und deswegen fühlt er sich auch Everybody dance now. Und Ursula von der Leyen, die auch, man nennt sie ja auch das G36 Sturmgewehr der deutschen Politik. Sie hat gecheckt, denn für die Modernisierung der Bundeswehr fehlte ihr noch eine geeignete Handfeuerwaffe. Und beim Check24 Handfeuerwaffenvergleich, da hat sie die zurzeit gefährlichste Handfeuerwaffe auf dem Markt gefunden, das Smartphone Samsung Note 7. Und deswegen fühlt sie sich natürlich auch. Everybody dance now. Aber wenn man jetzt rauskriegen will, welches Funkenkorps das beste ist, das kann man natürlich komplett vergessen. Das wird man nicht rausfinden über Check24, weil in so ein Funkenkorps, da kann man nicht eintreten, da wird man rein geboren. Und deswegen gucken wir mal in ein Treffen eines Knubbels der roten Funken. Viel Spaß. Sagen's, kennt ihr der? Da könnte noch Mann zum Arzt, hätte noch Frosch um Kopf. Frosch, der Arzt, was kann ich für Sie tun? Seht der Frosch, ich muss mir da was reingetreten haben. Um Gottes Willen. Oh wei! Herr Mann, sag jetzt. Es ist ein Russ. Mit dem Jupp kann man sprechen. Was ist das? Es ist nicht so, wie es aussieht. Ne, wie sieht das dann aus?
Also der Hermann, der kann da nichts dafür. Stimmt mit dem Hermann? Ja, was der Mette sagen will, ist, dass der Hermann, also der Rock, der ist ja nicht der Rock. Ich musste ihm der falsche Bügel in die Back haben, das ist nicht der Ming. Aha. Das ist nicht der Ding. Nee, das Ding ist Sing im Sonnen-Sing-Ding. Ja. Hörens, wollt ihr mich veräppeln? Nee. Was will dann der Mirko mit einem blauen Rock? Und sag, Hermann, wo ist Ding gesund eigentlich? Der hat nicht hitzig Wochen nicht mehr Sinn. Also, wie soll ich das jetzt sagen? Der Mirko, der ist so. Mirko, der ist jetzt beide blaue. Und ihr? Ihr habt das all gewusst? Männer, ich bin sehr enttäuscht von euch. Also der Mirko sagt, der nimmt mir auch leid. Aber er fühlt... Er fühlt sich halt nur noch mehr zu der Blaue hingetrocken. Ne Rudelfunk fühlt sich zum Rudelfunk hingetrocken. Alles andere ist doch nicht normal. Also der Mirko sagt, er wird im falschen Korps geboren. Ja, so jetzt jedes, ne? Das ist eine Transjek. Genauso, wie wenn du im falschen Körper geboren wärst. Das ist... Ich weiß ganz genau, was das ist. Na und? Da soll er sich operieren lassen. Und dann mäht er ein Funke, Marieche. Er war nicht bei deiner Blaue. Also für uns war es ja auch ein Schock. Ja, und ich bin froh, dass er der Russ ist. Man konnte nämlich... Der Druck, ja... Wir haben doch wirklich alles versucht. Wir haben daheim nur noch rote Kappe gegessen. Die Frau hätte bei der Rute betrocknet. Wir haben dem jungen Rudelsöck und Rude Ungebutze gekommen. Wir haben daheim rudige Dinge und rude Kisse und rude Sofa. Wir haben nur noch Sendungen vom Rude Karel geschaut. Und das hätte alles nichts genützt. Nee! Er muss auch noch unbedingt Installateur lehren. Der ganze Tag im Blaumann. Jetzt haben wir den Renn. Ja, sind wir uns ehrlich, es hätte doch schlimmer kommen können. Ja. Wie? Was denn noch schlimmer? Stellt uns vor, der Junge wäre Anstricher. Ey, der würde jetzt vielleicht bei der Prinzenjaube. Oder. Hey, für Jachtler. Spinat mit Ei. Ehrenjagd. Das sind doch nicht ein Funke. Ich kenne ja einen Typ, der kann sich ja nicht festlegen. Der ist morgens rot und abends blau. Bah, das ist pervers. Männer könnten es bitte aufhören. Ich kriege ja die Bilder nicht mehr aus dem Kopf rausschmuggeln. Ich überlebe das nicht. Ich überlebe es nicht. Warte beim Doktor. Vielleicht hätte auch jeder einen Kopf. Oder das ist eine Allergie. Ja, oder eine Intoleranz. Wenn ich mich belohre, habe ich auch eine Intoleranz. Ich wollte ja als Kind auch am liebsten zu der Blauen. Ja, einfach bei mir hätte es sich wieder ein Russ gewassen. Ja, die Evolution, die geht nicht immer geradeaus. Spontanmutation, so geht jede doch. Ja, er war nicht in Ming im Knubbel. Vielleicht hätte er auch einen Gendefekt. Jeck! Zick 1823. Ist unsere Familie gut? Will nichts heißen. Man hatte bei uns in der Familie eine dazwischen, der war bei der Altstädter. Da stellten sie später raus, da war Menge üben.
Ja, nicht der Vater. Was? Da war dein Onkel ja nicht der Vater. Es wird gut, Hermann. Da muss der uns die Frau fragen. Ruhig, lieber Herr. Ja, das Sophie, das war eine Fee. Und blau waren wir damals alle. Ja. Levi Jott, der meint, dann wird er Mirko. Da wird der Mirko womöglich. Ja, nicht von mir. Ja, dann. Dann ist es ja nicht so schlimm. Es hätte noch immer gut gegangen. Genau, es hätte noch immer Jotje Jange, wo wir gerade bitte Rude Funke sind. Lef Jeck und Jecken, bitte erhebt euch von euren Plätzen, begrüßt mit uns zusammen Prinz, Bauer und die Jungfrau. Ein Marsch! Liebe Jacken, das war der schönste Einmarsch meines Lebens. Noch schöner wie der gestern und noch schöner wie der vorgestern von vorvorgestern, ganz zu schweigen. Da waren wir in Sälen, die haben schon im Winter Witze frei. Ja, deswegen haben wir uns eine Aktion ausgedacht unter dem Titel World Wide Jack. Haben wir unsere Internetperformance optimiert und der Bauer zum Beispiel ist jetzt unterwegs als der dicke Twitter. Hashtag Edzebohne Linse. Und die Jungfrau hat einen Beauty-Channel abgemacht. So schön. Thema letzte Woche zum Beispiel, Plastikzöpfe selber flechten. Oder ich darf es verraten, nächste Woche kein Frust, trotz kleiner Brust. Obwohl mein guter Freund George Clooney immer sagt, lieber eine Prostata-Untersuchung mit kalten Händen als einen Facebook-Account, habe ich mich dazu entschieden, einen Blog abzumachen und ich würde sagen, Community, mir komme! Ja, die ganze Welt hält jetzt um keine Bock, ist bei uns in die Lok und liest unseren Blog. Wir mailen, schreiben, loden, up and loaded down, Cologne is up to date. Wiss Flirts and Love Clown. Die User wollen wissen, was Rude Funke sind. Vom Stimme von einem JPEG steht jetzt im Netz drin. Wir posten den paar Studen im fernen Hindukusch. Zwei Witze von Bernd Stelter und einen dicken Tusch. Denn bis der Liebte der Hawaii. Ganz ohne sonst und der Papaya. Es twittert sogar der Seychelle. Hashtag Frikadelle. Hashtag Frikadelle, ja, die ganze Welt hält jetzt zu Köln, ist bei uns in ihr Lock und liest unseren Blog. Wir mailen, schrieben, loden, up and loaded down. Clown is up to date, wir sprechen up and cloud. Cologne is up to date, das Flirts and Love Clown. Neben dem Beauty-Channel hat unsere Jungfrau auch noch einen Chat eröffnet, exklusiv für Jungfrauen im Kölschen Fasteleer. Jawohl, da kann man sich austauschen, nicht nur Beauty-Tipps, sondern auch über die Sehnsüchte und Wünsche. Und das hören wir uns jetzt an. Hier sind für euch unsere Jungfrau Carla!
ihr Haag und mit ihr Schunkelt oder die Hände auf die Schultern der Vorderleute, auch im Gepäcknetz. Herrlich! Wenn ich ne Pussy hätt, na, wenn ich ne Pussy hätt, ich hättet nie an der Prostata und kein Nasenhaar, ach wie wunderbar. Bei jedem Schiffsunglück rettet man mich zuerst. Und hieß es dann mal im Stammlokal, Damenbar, such dich mir Näckchen aus, wenn ich ne Pussy hätt. Als Pussy dann alle Sachen auf einmal machen, ja, das machen die. Gleichzeitig sprechen und denken, total verrückt. Ich wär mit Pussy dann sexuell Sensationen, weil ich käm beim Sex nie zu früh, so wie du oder du oder ihr. Wenn ich ne Pussy hätt, ach, wenn ich ne Pussy hätt. Ein toller Song. Ich dachte beim Titel erst, es ging um Katzenvideos. Aber zum Glück nicht. Hier steht ein Mann neben mir, der das Internet nutzt wie kein Zweiter. Wusstet ihr eigentlich, alle 9 Minuten verliebt sich ein Bauer auf elitelandwirt.de. Und deswegen ist unser Bauer auch auf diesen Plattformen natürlich unterwegs, zum Beispiel agrarpartner.de oder neuerdings paarhufer.com. Deswegen unter dem Motto, hier ist er für euch, unser Bauer Winfried, ich paarhufe jetzt! Das Breigehirn. Dreigestirn.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich mal kurz die Aufmerksamkeit hierüber lenken dürfte, ich stehe da, wo es Licht ist. Ja, da muss man sich ein bisschen rumdrehen. Da findet man mich hier in diesem Saal. Und vor allen Dingen, warum stehe ich schon wieder unter diesem bedrissenen Notausgangsschild? Das ist doch wirklich das Allerletzte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich mich mal kurz vorstellen dürfte, mein Name ist Jupp, Stimmelsjupp, und ich bin der Think Tank vom Kölner Karneval. Ja, danke schön. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was heißt das? Was heißt das? Ich habe die Lizenz zum Tanken. Zum Denken. Und ich denke, wir müssen den Karneval weiter verwickeln und jeden Scheiß mitmachen beim Frostschutz in der Hektik. Um jeden Preis mitmachen beim Fortschritt in der Technik. So ist es richtig. So ist es richtig. Also sage ich, das Think Tank, Köln braucht den ersten selbstfahrenden Rosenmontagszug. Ja, meine Damen und Herren. Deshalb habe ich im letzten Sommer zusammen mit dem Reiterkorps Jan van Weert auf dem Schotterparkplatz am Vorhebungsturch habe ich erfolgreich einen Testzug mit selbstklebenden Treckern von Tesa durchgeführt. Von Thessaloniki. Nee, mit selbstfahrenden Treckern von Tesla. So ist es richtig. Habe ich durchgeführt. Hat auch alles super geklappt. Außer, dass der Willi vom Reiterkorps jetzt im Krankenhaus liegt. Gut, aber da konnte der Tesafilm nichts für. Der Tesla-Trecker nichts für. Sehen Sie mal, ich hatte der Zugmaschine, auf der Teststrecke hatte ich ein Funke-Mariechen und den Willi vom Reiterkorps hingelegt, ne, um zu gucken, was passiert. Ne? Und da hat der Trecker sich im Prinzip richtig entschieden. Ja. Ne? Ja. Ne? Also für den Willi, ne? Nicht für das Funke-Mariechen. Aber da ist ja manchmal. Es gibt ja auch hier noch Funken. Also bitte, ne? Also, hör mal. Ich hatte ja noch überlegt, ob ich die Schwiegermutter mit auf die Teststrecke lege. Gut, ist ein anderes Thema. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verstehe jedenfalls nicht, warum das Festkomitee diese Technik nicht zum Einsatz bringt. Ich habe kein nasses Zimmer. Nein, ich habe kein nasses Zimmer. Ich habe einfach kein nasses Zimmer. Nein. Nein, ich habe keinen blassen Schimmer. Keinen blassen Schimmer. Ne? Aber ich, der denkende Tank. Ja, der Think Tank, ja, hier ich, ne? Habe eine Vision. I have a dream. Ich sehe es vor mir, der erste selbstfahrende Rosenmontagszug geht los. Aber kein Mensch weiß, wo er lang geht. Ne? Ja, ne, das ist einmalig. Das ist die Tribünen mit den Fips. Die Tribünen mit den Fips sind voll besetzt. Aber keiner weiß, ob da ein Trecker vorbeigeht. Ja. Ne? Und das selbstfliegende Wurfmaterial. Das habe ich so programmiert, dass es gar nicht bei den Pens ankommt, sondern direkt im Bagagewagen landet. Ja, da werden die Pens zwar blöd gucken, aber das ist mir scheißegal. Das ist mein Beitrag zu Karens Prophylaxe. Was? Zu Karens Prophylaxe? Nein, zu Karens Prophylaxe. Also gegen den Zucker, so ganz klar. Ne? Der Zug wird in der ganzen Stadt sein. Der ganzen Stadt. Nur an der Reporterkabine vom WDR wird kein einziger Zug vorbeikommen. Ich habe die Trecker so programmiert, dass ich mir dieses langweilige Quatschen nicht mehr anhören muss. Und dafür wird mir ganz Köller auf ewig dankbar sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich scheiße auf meine Rede. Nee, ich schließe meine Rede. So ist es. Schließe meine Rede mit einem dreifachen Kölle am Arsch. Kölle am Arsch. Kölle am Arsch. Kölle am Arsch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich habe was vergessen, weil wir kommen jetzt zu meinem Höhepunkt. Nein, das kann ich nicht machen, bitte, das geht doch nicht. Das wäre nicht schön, das wäre kein schöner Anblick. Nein, wir kommen jetzt zum Höhepunkt der Sitzung, zum Finale, meine sehr verehrten Damen und Herren. 12 stinkende Stunker, stunkige Stinker, also, ja. 12 selbsttanzende Stunker und Stunkerinnen. Einmarsch, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier geht's los. Da geht's weiter. Musik.
Vierken und Vierken, das war die Stummsitzung der Session 2017. Schön, dass ihr alle unsere Gäste wart. Ihr wart ein tolles Publikum. Vielen, vielen Dank. Die Schauspielerinnen und Schauspieler unseres Ensembles der Kölner Stummsitzung. Die Musiker unseres Ensembles, Kürbis Underground. Durch diesen wundervollen Abend führte uns Biggie Wanninger.